dieses Buch gehe ich gleich ganz kurz ein, nur zur Info, das habe ich mit einem Journalisten zusammen geschrieben. Und natürlich habe ich diese Annonce nicht aufgegeben, sonst hätte ich mich wahrscheinlich selber drauf gemeldet. Den Anfang der 90er Jahre hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Ich war mehr für den Part zuständig, so ein paar Internas über das Hochschulen auszuplaudern und vor allem für die Vorschläge, die man sehen kann. Und das ist auch der Grund, weshalb ich letztendlich ja hier bin. Und wir sind ja, glaube ich, überwiegend Studierende. Und das wird dann auch so ein bisschen wahrscheinlich der Fokus sein, dass wir darüber diskutieren können. Wie können jetzt Studierende etwas an der Situation ändern, wenn es schon der Staat, die Hochschulen und andere noch nicht machen? So, ich werde Ihnen ganz kurz noch etwas über Profnet erzählen, damit Sie wissen, was der Hintergrund ist, wie wir dort vorgehen und forschen. Warum sollten wir uns überhaupt mit diesen Professoren und was sie treiben oder die Hochschulen und was sie treiben und die Studierenden, was sie treiben, beschäftigen? Was sind die Probleme, die wir dort sehen und wie können wir die Probleme lösen? Und der Fokus für heute war ja jetzt hier die Politiker-Dissertation, wo unser Institut ja ganz viel macht. Einfach weil das eben gerade im Fokus auch der Öffentlichkeit steht und natürlich auch die Frage, was hat das mit dem anderen zu tun? Warum machen wir das überhaupt? Und auch dazu werde ich Ihnen natürlich die Antwort geben. Also Profnet steht als Abkürzung für Professorennetzwerk. Sie werden wahrscheinlich nicht wissen, dass die Fachhochschulen genauso Forschung betreiben müssen, also die Professoren per Gesetz wie die Uniprofessoren, nur mit dem Unterschied, dass wir gar nichts dafür bekommen. Also kein Mitarbeiter, kein Buch, kein Quadratmeterbüro, nichts. Wir müssen aber auch machen. Und deswegen haben wir viermal das Netzwerk gegründet, um einfach gemeinsam zu forschen und die Mittel, die wir haben, irgendwie zu vernetzen. Und seit 98 beschäftigen wir uns im Internet. Ich habe ungefähr 100 Studien in diesem Bereich publiziert und seit dem Jahre 2006 mit dem Schwerpunkt der Hochschulen und Internet. Und wir haben auch ein weltweites Netzwerk, sodass wir auch ein bisschen was wissen, was an anderen Hochschulen in anderen Ländern passiert. Ich lebe auch am liebsten in Australien und bezahlen tut mich an die Fachhochschule Dortmund. Auch eine Besonderheit, die Sie hier in Baden-Württemberg noch nicht kennen, in Nordrhein-Westfalen, weil wir da ja einen FDP-Minister hatten, wie Sie vielleicht wissen, sind wir nicht mehr Beamte des Landes, sondern der einzelnen Hochschulen. Was dann innerhalb der betrieblichen Verhältnisse einiges an Wandel mit sich führt, dass zum Beispiel ein Rektor oder Dekan plötzlich meint, er wäre Unternehmensabteilungsleiter, Chef und könnte halt mit uns so umspielen wie in einem Unternehmen. Weil ja in der Fachhochschule die meisten dieser Professoren aus Unternehmen kommen. Also das heißt, sie sind das gewohnt von vornherein und versuchen das jetzt auch umzusetzen. Wie das an den Unis ist in Nordrhein-Westfalen, kann ich Ihnen jetzt nicht direkt so sagen. So, also warum sollten wir uns damit beschäftigen? Sie wissen das, dass wir öffentliche Kassen leer sind, also sind nicht nur leer, die sind hoch verschuldet. Und wir wissen ja auch seit Griechenland, dass also auch Deutschland mal pleite gehen kann. Früher haben wir mal gesagt, ein Land kann nicht pleite gehen. Also auch Deutschland kann pleite gehen, das ist möglich. Vor allem Städte, Kommunen, Länder, Bundesländer, alle, die können ja in das pleite gehen. Wir wissen, dass die Energiekosten steigen. Das wissen wir auch schon, bevor wir jetzt mit dem Atomausstieg auch in Baden-Württemberg und ähnlichen Ländern leben. Akzeptiert haben, die steigen sowieso, jetzt vielleicht noch ein bisschen stärker. Aber das Entscheidende, was ja in jeder Vorlesung vorkommt, ist, dass wir die demografischen Wandel haben. Das heißt, Sie als zukünftige Arbeitnehmer werden weniger sein als meine Generation. Das heißt, die Anzahl der Akademiker, der berufstätigen Akademiker, nimmt ab, deutlich ab in den nächsten Jahrzehnten. Und die Zahl der Rentner, also meine Generation, der sogenannten Babyboomer, verdoppelt sich fast die Rentner. So, das heißt, wenn wir unseren Wohlstand halten wollen, und den wollen wir ja alle halten. Gerade ich, weil ich ja noch die hohen Pensionen der jetzigen Rentner gerne hätte, weil der Professor die auch wirklich geht mit der guten Pension in Rente nur in 10, 20 Jahren, weil die Pension steigt ja nicht mehr, ist das dann heute weniger. Also das heißt, und das betrifft es schon relativ einfach, wir müssen die Produktivität von ihm und der Wirtschaft verdoppeln. Dann können wir weiterhin von dem Wohlstand leben, den wir jetzt haben. Dann kriegt jeder Rentner seine Rente, sie kriegen die hohen Gehälter, die sie ja wahrscheinlich sowieso bekommen, weil sie ja knapp sind. Und der Markt wird dann dafür sorgen, dass wenn sie gut sind, auch bessere Gehälter bekommen. Aber auf der anderen Seite müssen wir viel mehr zahlen. Unterm Strich ist es, wenn wir die Produktivität nicht steigern, geht es nicht so. Das heißt also, die Frage für uns ist, wie kann man die Produktivität verdoppeln? Und zwar in kurzer Zeit verdoppeln. Und das geht über Ausbildung und Innovation. Das heißt, damit Sie in 10, 20 Jahren produktiver sind, müssen wir die Quantität und Qualität ihrer Ausbildung verdoppeln, also eigentlich jetzt schon, weil sie sind ja diejenigen, die da diese Last zu tragen haben. Und wir müssen gleichzeitig für Innovationen sorgen. Und Innovation und die gute Ausbildung, die kriegt man an den Hochschulen.
nämlich die Hochschule, also wir Professoren, sollen ja sie hervorragend ausbilden, Nummer eins. Und Nummer zwei ist, nur noch Professoren machen unabhängige Forschung in Deutschland. Also wir werden keinen anderen finden, der unabhängige Forschung macht. Selbst Professoren wird es immer schwieriger, welche zu identifizieren, die völlig unabhängige Forschung machen und keine Auftragsforschung. Weil Auftragsforschung, da hat es ja klar ein Ziel vorgegeben, da will man nicht wirkliche Basisinnovation im Regelfall erforschen, weil das kostet Geld und man weiß ja nicht, was rauskommt. Also das heißt, an den Hochschulen, bei den Professoren können wir anpacken. Also Quantität und Qualität der Lehre verbessern, Quantität und Qualität der Forschung verbessern, das muss geschehen. Und vor allen Dingen die Quantität und Qualität der individuellen forschungsbasierten Lehre. Das heißt, Sie müssen von uns Professoren Informationen bekommen, die der Chinese nicht bekommt. Weil das Lehrbuchwissen, das vermittelt der in China, der Professor genauso gut wie jeder andere Professor weltweit. Vielleicht sogar besser, weil er vielleicht besser didaktisch geschult ist und die Studenten fleißiger lernen müssen und ähnliche Dinge. Aber diese individuellen Forschungsergebnisse, das ist das, wo Sie vielleicht noch etwas mehr bekommen können als andere. Und das Wichtige ist, das muss sofort passieren. Weil die Zukunft sitzt hier im Raum. Weil wenn Sie in 10, 20 Jahren ungefähr eine vernünftige Position in einem Unternehmen erreicht haben, wo es also wirklich dann um die Wurst geht, dann bin ich in Pension und die alle anderen Babyboomer auch. Also der Peak ist ja 1964, wo am meisten geboren worden sind. Können Sie ausrechnen, wann die alle pensioniert werden. Und danach kam mir erst der Dimpfing. Also von daher wissen wir, müssen sofort etwas tun. Und jetzt ist ja die nächste Frage, was können wir sofort tun, um diese Qualität der Lehre und der Forschung zu verbessern? Klingt erstmal utopisch, ist es aber nicht. So. Und deswegen gucken wir uns erstmal die Probleme an, diese Probleme zu lösen. Also warum sind die Professoren nicht so gut, wie sie sein sollten? Gucken wir uns erstmal den Professor der Tat an, also derjenige, so wie er im Gesetz steht, arbeitet. Also er hat als Uniprof 45 Minuten am Tag zu lehren, als FH-Prof 90 Minuten. Er muss Forschung betreiben, ist ja gesetzliche Pflicht, aber es gibt nirgendwo steht, wie viel und was und ob. Also er soll nur forschen, aber mehr interessiert auch nicht überprüfen. Er muss in der Selbstverwaltung mitarbeiten, noch ist das in den Hochschulgesetzen drin. Aber steht auch nicht, was er da machen soll, wie viel, ist eben auch nicht überprüfbar. Nun, die Nebentätigkeit, da steht, gibt es klar, dass im Beamtenrecht die Regelung, er darf nur maximal 8 Stunden die Woche arbeiten, außer Beruf. So, wie viel Geld er da verdient, ist wieder völlig egal. Der muss nur 8 Stunden sein. Es gibt auch die Ausnahmen, die Mediziner, bei denen ja diese Nebentätigkeit auch per Gesetz der Hauptberuf ist. Das heißt, ein Mediziner darf Arzt sein, dann soll er noch nebenher die anderen Tätigkeiten des Professors ausüben, was eigentlich geht. Sodass bei vielen dann die Nebentätigkeit bei Medizinern die Haupttätigkeit ist. Nämlich irgendwo Klinikleiter oder ähnliches. So, das sind die Tätigkeiten, die die ausüben sollen. Das nicht unbedingt machen. So, und jetzt haben wir ja das Thema mit dem Untat. Und die Untat hat für mich zwei Inhalte, nämlich einmal die Untat. Also da ist der beliebte Professor Holliday, der noch im Buch drin vorkam, mit der da irgendwo in Miami auf einer Yacht Vorlesung abgehalten hat. Ich kenne aus Nordrhein-Westfalen einen Fall, da können Sie einen Professor innerhalb des Semesters als Reiseleiter mieten. Den finden Sie noch im Internet. Da ist keine Überprüfung, aber welche zwischendurch. Und eben diese Nebentätigkeit, die bei vielen zur Haupttätigkeit geworden sind, was ja logischerweise auch nicht gedacht ist. So, also das sind diese Grundlagen. So, aber das sind ja Einzelfälle. Das ist spaßig, das macht Spaß, da auch so ein Buch mal zu lesen, weil das ganz witzig ist. Aber das andere Feld der Untätigkeit, also Name der Professor, diese vier Aufgaben nicht im richtigen Verhältnis und nicht genügend erfüllt. Das ist da, wo wir hier anfangen können, zu überlegen, ist da Potenzial, wo wir die Leistung dieser Professoren und damit ihre Ausbildung verbessern können. Also bei unseren Berechnungen sind wir dahin gekommen, dass ungefähr nur 5% der Professoren richtig faul sind. Also das heißt, wahrscheinlich nicht fauler als andere Berufszweige, erst recht nicht fauler als Studierende. Und das kann man sagen. So, das ist mit Sicherheit sicher. Was aber wichtig ist, ist diese zweite Gruppe, nämlich dass ungefähr die Hälfte der Professoren weniger als 20 Stunden die Woche für Forschung und Lehre auftritt. Also beides zusammen, Forschung und Lehre. Das ist eine ganze Menge. Die andere 50% ist statistisch nachgewiesen, arbeiten über 60 Stunden die Woche. Also dem kann man nichts vorwerfen, außer dass es vielleicht sind. Vielleicht sind da auch noch Potenziale, die Leistung zu verbessern. Vielleicht sind da ja auch 40 Stunden Nebentätigkeiten drin in den 60 Stunden pro Woche.
dann, ja, ich könnte sagen, ne, das ist durchaus möglich. Ne? So, aber auf jeden Fall, aber auch diese 50%, ja, die unter 20 Stunden arbeiten, machen ja in den anderen 20 Stunden irgendwas, ja, sie arbeiten in irgendeiner Form. Das heißt, sie sind nicht faul. Das heißt, jemand, der zum Beispiel 30 Stunden nebentätig ist, in einer Unternehmensberatung, die kann ich ja nicht vornehmen. Oder Beispiel unter einem früheren Wissenschaftsminister, den Pinkwart, der war ja auch Professor vorher, der hat sein Leben lang, und auch heute auch noch, hat er immer seinen Professortitel getragen, hat aber auch nie, wahrscheinlich schon seit 10 Jahren, auch schon vorher, als er in der Politik war, nicht mehr 20 Stunden die Woche in Forschung und Lehre getätigt. Das ist ja nicht gewesen. Und kein Mensch, in oder außerhalb der FDP, würde behaupten, der wäre faul gewesen. Also das heißt, faul war der nicht. Nur eben hier, die Frage ist hier, kann man nicht in irgendeiner Form diese 50%, diese 20 Stunden erhöhen, weil jede Stunde mehr würde ja automatisch auch mehr Ausbildung, mehr Innovation bringen. Wie auch immer alles ist. Also das heißt, die Ziele müssen ja jetzt sein, also nicht, dass wir über diese Untaten reden, weil die sind ja im Prinzip langweilig. Wir müssen vielleicht die faulen Professoren diese 5% entfernen, was sehr, sehr schwer ist, weil sie werden eigentlich nicht nur durch das Gesetz, durch das Beamtengesetz geschützt, sondern auch durch die Hochschulen. Und wir kommen ja gleich bei den Plagiaten zu dem Thema, warum Unternehmen die Hochschulen nicht gegen Plagiat haben. Das ist derselbe Grund wie hier mit den faulen Professoren. Und, aber das Zweite ist, wir müssen diese untätigen Professoren aktivieren, weil das ist teilweise, weil man kann ja mal fragen, ja, warum machst du nur 20 Stunden? Oder fragen Sie mal Ihre Professoren, warum die so wenig Lehre machen. Weil diese 45 Minuten wahrscheinlich die meisten Uni-Professoren, da werden Sie einige kennen, die diese 45 Minuten auch nicht schaffen. Und durch irgendwelche Überarbeitung machen das dann Assistenten. An der FH ist das Hauptproblem, dass da zu wenig Forschung betrieben wird bei diesen Professoren. Nicht die Lehre. So, und der Grund ist immer, ich habe ja keine Mittel, und wenn ich keine Mittel habe, kann ich nicht forschen. So, also es gibt vielleicht auch Gründe. So, und die tätigen Professoren, die tatsächlich viel Forschung und Lehre betreiben, dort muss man sich überlegen, wie kann man deren Arbeit noch unterstützen, dass da noch mehr rauskommt. So, jetzt kommt dieser ganz gemeine, also erstmal muss es sofort wirksam sein, das heißt große politische Änderungen, Systemwandel, ne, das wird eben mal diskutiert. Ne, alle Hochschulen, alle Parteien reden über Systemwandel, mal so, hin und her, genau wie bei den Schulen. Aber wenn das mal wirksam wird, dann vielleicht in 20 oder 30 Jahren, schönes Beispiel, ist die Einführung der Webesäule. Haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, dass wir Professoren jetzt leistungsbezogen bezahlt werden? Was nichts anderes bedeutet, dass wir jetzt weniger bekommen. Und das, was wir vorher normal bekommen haben, da müssen wir jetzt in Ausschüssen verhandeln mit Professoren, die selber niemals der Leistung unterzogen haben. Das heißt also, die Abgelte, die jetzt Professor in der C-Betreuung, dann tun mir richtig leid. Warum das überhaupt einer macht, verstehe ich nicht. Man bekommt richtig wenig Geld. Also weniger als ein guter Absolvent irgendwo in der Wirtschaft bekommt, die jetzt, wenn sie dann als Professor einsteigen. Und sie haben ja dann 5 Jahre große Erfahrung hinter sich. Und wenn sie das trotzdem machen und dann so alten Säcken gegenübersetzen jedes Jahr, die sagen, ja, wenn die 50 Euro mehr dann pro Monat, das ist aber ihre Qualität gar nicht gut. Also es tut sich keiner an. Dieses System wirkt erst, wenn alle der Webesäulung unterliegen. In 20, 30 Jahren, wenn alle Webesäulung sind, dann kann man sagen, das sind nur Webesäulete und dann kann man so. Und das Hauptproblem ist natürlich, dass diese Gelder gedeckelt sind. Das heißt, wenn Sie an eine Elite-Hochschule gehen wollen, das geht gar nicht. Weil jede Hochschule ja gedeckelt ist von den Eingaben. Das heißt, wenn Sie einen guten Professor holen und die 50% mehr geben, müssen die anderen Professoren das wegnehmen. Das ist auch so ein merkwürdiges Konstrukt. Also eine Hochschule nur mit guten Professoren, die alle gut bezahlt werden wollen, ist nicht möglich von dem System. So. Also das ist erstmal, muss das wirksam sein. Und wir müssen eben diese verschiedenen Dinge, die, also zur Verbesserung, ohne zusätzliche Gelder vor. Also sofort wirksam. Jetzt haben wir Maßnahmen, die nichts kosten. Scheint erstmal ausweglos, aber das ist, wir werden uns sehen, dass es tatsächlich möglich ist. Der Lösungsansatz, den wir entwickelt haben, ist, das Wichtigste ist Transparenz. Also wenn man das, was an den Hochschulen passiert, transparent macht, dann wird sich sofort was verändern. Wenn wir Motivation und Belohnung einführen für Professoren, die es nicht gibt, also es gibt in keiner Form irgendwelche Belohnungs- und Motivationssysteme, schon allein finanziell kaum, aber diese Leistungszulagen sind so gering, dass darüber keine Motivation kommen kann. Also wir müssen irgendwas mit Motivation und Belohnung machen, was nicht unbedingt heißt, dass man nicht mehr Geld gibt. Aber man könnte ja zum Beispiel sagen, da gibt es Professoren, die sind es leisten. Das könnte man ja mal publizieren. Passiert ja auch nicht. Ja, und das Dritte ist die Vernetzung aller Professoren, Studierenden der Information, die eben tatsächlich eben zu Verbesserung, die nicht viel kosten führen.
So, und dann sind wir bei einem Thema, nämlich dem Web 2, also Internetlösung. Das heißt eben das Thema, wie wir das Web 2.0 einsetzen können. Das ist das Thema und alles, was wir hier heute diskutieren, beruht darauf. So. Hier im Kreise, Sie kennen das Web 2.0. Also Sie kennen das unter dem Begriff Mitmachweb. Wir kennen das unter dem Begriff Mitmachweb, ja. Das heißt, Web 2.0 bedeutet, dass die Nutzer selber gestalten und mitmachen. Gerade bei den Plagiaten kann man das ja sehr schön sehen, wie das da funktioniert. Das zweite ist, es sind alle vernetzt. Das dritte ist, es ist transparent, was da jetzt passiert. Man kann es kaum noch verhindern, dass irgendwas an die Öffentlichkeit kommt. Und die Nutzer können sich beteiligen. Unter diesem Stichwort auch Redemokratisierung könnte auch sein, dass wahrscheinlich in einigen Jahren, wenn wir in 5 oder 10 Jahren nochmal drüber reden, auch an den Hochschulen die Studierenden wieder an diesem demokratischen Prozess teilnehmen, was ja im Augenblick nicht der Fall ist. Also Sie haben ja eine Wahl gehabt, ein paar Prozent auch erobert, aber letztendlich nimmt ja keiner wahr, was dann dort passiert. Also erstmal die Teilnahmequote, das war auch schon in den 70er Jahren so, dass kaum jemand gewählt hat, das hat sich nicht groß verändert. Aber wir haben genau geguckt, was da passiert. Also solche Dinge, die da jetzt passieren, wenn man da Evaluation, Plagiat und so, hätte es damals nicht gegeben, weil wir hätten das verhindern können. Aber da komme ich noch zu einem Beispiel. Das ist ja ein Beispiel. Also das heißt, das Web 2.0 bietet dort Möglichkeiten, die wir einsetzen können, um das Hochschulsystem zu reformieren und zu verbessern. So, und die ganzen Projekte, die wir vorschlagen, finden Sie auf dieser Offline-Seite, /HS. Dort haben wir inzwischen 15 Projekte. Jedes dieser Projekte wird der Bundeswissenschaftsministerin vorgeschlagen. Jedes dieser Projekte schlagen wir auch den Landeswissenschaftsministerien vor. Und jedes dieser Projekte wird von beiden abgelehnt. Also von allen 17. Mit der Standardaussage, wir sind nicht zuständig. Eine ganz einfache Geschichte, wir sind nicht zuständig. Also letztendlich sollen das die Hochschulen machen. Aber das ist ja Internet ist ja jetzt mal bundesweit oder eigentlich sogar weltweit. Wie sollte eine Hochschule ein weltweites System unterstützen? Das macht keinen Sinn, die Gelder hätten. Aber natürlich, dann sagen natürlich die Hochschulen, wir sind auch nicht zuständig. Was habe ich denn jetzt als Uni Hohenheim mit der Bundesrepublik zu tun? Auch nichts. Aber so gesehen sind sie ja nicht zuständig. Was letztendlich nur eine Ausrede ist, natürlich sind die zuständig, natürlich haben die Gelder, natürlich können wir das unterstützen, wenn sie wollen und sie wollen nicht. Wenn wir uns die einzelnen Themen angucken, verstehen wir auch, warum die nicht wollen. So, also dort können Sie alle diese Vorschläge und ähnliches sich angucken. Wir gucken uns drei Beispiele an, weil wir haben ja nicht so viel Zeit, weil 15 Minuten zu gucken. Nummer eins ist, wir machen Communities. Also wir machen Zielgruppen-Communities für Studierende, Doktoranden, Professoren, Dekaner, Rektoren, Alumnis, wo wir eben diese Personenkreise vernetzen. Also unter jedem Projekt steht ein kleines Forschungs-Lehrprojekt an der Fachhochschule Dortmund, ohne irgendwelche staatliche Unterstützung, auch ohne Unterstützung der Hochschulen, wo wir genau wie alle anderen Hochschulen, will auch die Hochschule diese Projekte nicht. Und wir kommen ja auch auf den einzelnen Fall, was das vielleicht auch begründet ist, von deren Sichtweise. Das heißt, diese Portale sind unabhängig und wir werden das über Stiftungen auch nachhaltig absichern. Weil da sind ja auch Daten drin und ähnliche Dinge. Bei Studierenden selber sind zum Beispiel nicht in der Professoren sowieso nicht in der Lage, diese Portale zu machen. Deswegen haben wir entschieden, dass das ja sehr gut in die Wissenschaft machen könnte. Und dann, wenn das unter Stiftung absichert, kommt keiner an diese Daten ran und kann keinen Einfluss nehmen und ähnliches. Obwohl das ja mit den Daten bei der jetzigen Generation bei Ihnen ja kein Problem ist, weil die jetzige Generation hat ja kein Problem damit, dass die Daten weiterverkauft werden oder ähnliches. Wie bei uns ja ginge das ja nicht, also da ist das ja nicht gegeben, solche Dinge, ist heute ganz normal. Denn wir wissen ja, schönes Beispiel dazu ist ja die Fox-Zählung, gab es irgendwelche Demonstrationen in Stuttgart, hier an der Uni, ich glaube nicht, in den 80er Jahren sah das anders aus. Gerade die Studierenden wollten. Da wollte keiner in der Volkszählung, hat irgendwelche Ängste gehabt. Und das war ja harmlos, was damals geplant hat, gegenüber das, was bei Facebook oder so an Daten heutzutage gesammelt und weitergegeben und verkauft wird. So, also das ist der Ansatz, dass für jede Zielgruppe quasi die sich selber in einem solchen Portal dort austauschen können. Also die, diese Studierenden-Community, die sehr viel Wert braucht, das sicherzustellen, dass es nur Studierende sind. Also anders als bei StudiVZ oder ähnlichem. Und dann gibt es dann diese Formulare, wo man Daten eingeben kann und diese Daten werden dann vernetzt und daraus ergeben sich dann, zumindest bei zwei Beispielen, Evaluation und Plagiate, zeige ich es Ihnen, ja, neuer Mehrwert für Studierende in dem Fall und für unser Hochschulsystem. So, das zweite ist die Lehrregulation. Das ist eines dieser Bereiche,
Dieser Bereich betrifft ja den Studierenden. Jeder von Ihnen hat bestimmt schon mal so einen Fragebogen ausgefüllt. Das ist deutschlandweit so, dass das gemacht wird, sodass ungefähr 30 Millionen Euro in Deutschland dafür ausgegeben werden, für die Lehrregulation. 12 Millionen Euro sind direkte Kosten, das heißt Personal, das bezahlt wird, Software, die gekauft wird, Bögen, die gedruckt werden. Und 18 Millionen Euro sind indirekte Kosten und die Zeit, die das verschlingt. Also eine Frage, die meine Studenten zu klären haben, war zum Beispiel, was ist eine Stunde Vorlesungszeit wert? Überlegt sich mal selber, was Ihnen eine Stunde wert ist. Und wenn Sie das als Ökonom, wenn einige Ökonomen werden jetzt auch hier im Raum sein, dann müsst ihr das berechnen im Wirtschaftsleben. So, und dann kommt man da auf 18, bis zu 18 Millionen. Also Sie können davon ausgehen, dass im Augenblick unter 6 Euro pro Fragebogen pro Student ist es nicht möglich. Also das ist so ungefähr sind die Kosten, die entstehen. Ja, das sind dann diese 12 Millionen, die Sie letztendlich auch, wenn Sie es online machen, in irgendeiner Form bezahlen müssen. Also es ist eine Menge Geld, die eben unser Staat da in die Hand nimmt. Über die Akkreditierer von den Hochschulen verlangt werden. Jeder muss dort ein Häkchen machen, sonst wird der Studiengang nicht akkreditiert. Das heißt, die Hochschulen müssen das machen. So, aber was kriegen wir dafür? Wir kriegen dafür ohne Ende methodische Mängel. Was wiederum Vorteil hat, alle Marktforschungsprofessoren können die Evaluation als Beispiel in der Vorlesung bringen und aufzeigen, so macht man es nicht raus und wenn ihr das draußen in der Wirtschaft macht, werdet ihr entlassen. Also positives, negativ, also ein schönes Beispiel für, wie man es nicht macht und das ist ja für die Didaktik auch ganz gut, weil die Studierenden das ja kennen, dieses Beispiel. Ganz wichtig ist, die Ergebnisse werden im Regelfall nicht veröffentlicht, obwohl das in den meisten Landesgesetzen drinsteht. Tun die das nicht? Warum tun die das nicht? Weil es ja keiner fordert, die Studenten, denen ist das ja egal. Also es fordert keiner, wenn es gefordert wird, dann müsste es publiziert werden, weil es steht im Gesetz. Und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, es passiert danach nichts. Kann ja nicht vielleicht zufälligerweise hier in Uni Hohenheim anders sein als sonst, aber ich kenne eigentlich kein Beispiel, wo jemand sagt, vielleicht an einigen privaten Hochschulen, wo man ja die Leute dann auch Druck ausüben kann. Aber das hat dann wieder andere Nachteile, dass die Studierenden plötzlich der Druck auf die Noten des Professors ausüben können über die Note. Ne? Oder zum Beispiel auch an staatlichen Hochschulen in Berlin ist es so, dass diese armen Webesoldaten die Ergebnisse der Evaluation auch automatisch einberechnet werden in die Zulage. Und wenn die Studierenden es so wissen, also wir hätten das damals gewusst. Und wir hätten uns gemeinsam dann dem Professor gegenübergestellt und gesagt, jeder kriegt eine bessere Note, dann kriegst du 50 mehr Euro. Hätten wir gemacht. Weil da war man sich ja auch einigermaßen einig im Raum, dass man hier den Studenten, da ist der Professor. So, und wenn das System so ist, dann wird es auch ökonomisch immer diese Wege geben, dass es dann ökonomisch solche Deals gibt. Also auf jeden Fall ist das eben ein ganz merkwürdiges Verhältnis. Also die Studierenden haben die richtige Macht dafür. Bei W, bei den Armenfürsten, W für Armenfürsten quasi. So, aber die Frage ist ja, wir machen das ja, um die Lehre besser zu machen. Das wollen wir ja auch. Nur dieses Verbesserungsmanagement der Lehre findet in der Regel in den Hochschulen nicht statt. Es wird viel Papier geschrieben, aber letztendlich passiert nichts. So, und wenn man diese 30 Millionen dafür einsetzen würde, da könnte man schon was bewegen. So, also das heißt, das Ziel ist jetzt von diesem Ansatz, wir wollen die 30 Millionen einsparen, wir wollen die Lehre für das Verbesserungsmanagement einsetzen. Die Lösung ist ein bundesweites, unabhängiges Online, bundesweit unabhängige Online-Evaluation. Das heißt, wir machen das auf einer Plattform, quasi mehr oder weniger auf dem jetzigen Niveau für alle und uns. Weil es muss eigentlich gar nichts kosten. Und wir haben eine Vorlösung, ne, weil bis wir das hinkriegen, weil ein bisschen Geld braucht man dafür ja auch, nämlich einen Administrator und Programmierer, haben wir eine Zwischenlösung gebaut, die jeder auch nicht schon nutzen kann. Weil die Hochschulen werden ja auf ihre Systeme nicht verzichten. Keine Hochschule wird ihr System abbauen, weil da gibt man ja Macht aus der Hand. Also wird man das schön weiter diese Gelder auf, verschwinden, aber zumindest einige methodische Mängel, die Veröffentlichung und die Verbesserung könnte man eben auch über so ein Websystem hinbekommen. Nur mal kurz hier, das könnt ihr auch im Internet nachfinden, also die schwarzen Dinger, das sind alles rot, das sind jetzt mal so beispielhaft 16 Fragen in so einem Fragebogen. Und jeder Marktforscher wird Ihnen runtergeben können, gegen welche, also welche Vorschriften, Kriterien der richtigen Marktforschung da verstoßen wird. Das wird bei Ihnen, der Fragebogen wird ähnlich aussehen. Oder auch hier, dann haben wir so ein Methodenraster hier, also von der Formulierung runter hier bis zur statistischen Aufbereitung und ähnliches. Und dieses Verfahren einer Hochschule aus Nordrhein-Westfalen, da gab es dann von den Studierenden 39 von 100 methodischen Punkten. So. Und egal, ob Sie 40 oder 50 hier in Hohenheim haben, Sie werden niemals 100 haben, weil grundsätzlich diese Systeme diese methodischen Mängel haben, weil ja keiner danach fragt, ob das
das auch in Ordnung ist oder nicht. Man macht es halt, die Studenten machen es, die Professoren machen es, die Hochschule macht es, alle geben das Geld aus, die Zeit und das war's. Und ein schönes Beispiel hier, Anonymität als der wichtigsten Dinge, dass das auch nicht gewährleistet ist. Also das ist jetzt hier aus meiner Evaluation, Herr Kahn sollte mehr zu den Prüfungsforderungen sagen. Und dann habe ich ja so eine Frage in meiner Klausur nachher und dann habe ich diese Dame identifiziert. Weil sobald sie etwas handschriftlich hinterlassen, kann man sie natürlich identifizieren, auch wenn ich in der Vorlesung sie nicht identifiziert habe. So, und jetzt, wenn ich jetzt also noch so ein Text, also so ein Grafikerkennungssystem hätte, weil das in dieser Arbeit macht sich ja kann. Klar, ob das jetzt ein V, der macht sie das nur zum Beispiel nach, aber ich kann, also das heißt, ich kann, sobald man handschriftlich was hinterlassen hat, den identifizieren, damit ist er nicht anonym. So, und hat mir jetzt diese Studentin dort schlechte Noten gegeben, die ja für meinen, also als B-Professor vielleicht in der Bezahlung sich auswirkt, dann werde ich jetzt vielleicht auch entsprechend mich dann revanchieren. Könnte sein. Natürlich nur unbewusst. Ne? Bewusst darf man ja nicht, aber unbewusst kann man das ja gar nicht verhindern. Wir sind ja alle Menschen. So, unsere Lösung, die wir machen, und da kann ja, da können Sie ja schon alle mitmachen, sieht folgendermaßen aus, das heißt, wir sammeln alle Daten über alle Evaluierungen in Deutschland, Schritt für Schritt in den nächsten Jahren. Wir fangen mit der FH und mit dem FH an. Das heißt, wenn Sie, Sie geben ja irgendwo Ihr Votum ab, dann können Sie es bei uns nochmal abgeben. Oder der Professor, der kriegt ja die Auswertung, der kann ja bei uns hier die Auswertung eingeben. Sodass wir einmal das Thema mit der Publikation gelöst haben, also das Hauptmangel, und Nummer zwei die Vergleiche ermöglichen. Also Sie können sich Ihre Ergebnisse mit dem Ergebnis des Vorjahres, mit dem der Kommilitonen, mit anderen Hochschulen vergleichen. Diese Daten sind ja alle da. Die sind nur nicht bisher vernetzt. Und dadurch erst ergeben sich hier Profile, die zum Beispiel auch für uns Professoren spannend sind. Weil was interessiert mich denn, wie Sie mich, also wenn Sie jetzt in Dortmund wären, wie Sie mich im Vergleich zu dem Mathe-Professor, der auch noch ein Tutorium damit das Laufen hat, bewerten, ob der eine gute Lehre macht oder nicht. Das kann man nicht wirklich vergleichen. Mich interessiert aber schon, wie der Kollege hier in Hohenheim, der ja auch ein Münsteraner ist, wie der dort abschneidet im Vergleich zu mir. Das würde mich schon interessieren. Und das könnte eine Motivation sein, in so einem Ranking besser zu werden. Weil das ist eine Belohnung über Marketing-Professoren. Dieses System ist so, wie es ist, natürlich mit ganz geringen Kosten belegt. So, kommen wir zu unserem dritten Thema, nämlich der Plagiatsbekämpfung. Also Plagiate in wissenschaftlichen Prüfungsarbeiten, ne? Das ist ja das Thema. So, wir wissen, 100% der Hochschulen machen irgendwas gegen Plagiate. Jetzt fragt man sich, warum machen die das? Ganz einfach, da sind wieder die Akkreditierer. Die Akkreditierer sagen, wenn ihr einen Studiengang haben wollt, den wir akkreditieren, dann müsst ihr Qualitätsmanagement machen. So, und in Qualitätsmanagement, logischerweise, gehört es auch dazu für einigermaßen gerechte Noten, also eine Plagiatsbekämpfung. Aber es kommt darauf, was ihr da macht, das ist uns egal. Und ob ihr 100% der Plagiat bekämpft, das ist uns auch egal. Also was machen die Hochschulen? Entweder sie schicken an alle Professoren eine Infobroschüre mit einem Seminar heraus, wie man Plagiat bekämpft. Gibt einen Tick, also ein Häkchen, der Akkreditierer und man kriegt sein Schulden. Oder das andere, man kauft eine Software für 100 Euro, eine Lizenz, mit dem man Plagiat ausspüren kann. So, und dann hat man auch dieses Häkchen. Und alle sind froh, weil Hochschule hat das Häkchen, Akkreditierer kann auch Häkchen machen und man tut ja was gegen Plagiat. Was aber ein Problem dabei ist, wenn man jetzt alle Plagiate, also alle Arbeit nach Plagiat untersuchen würde, dann würde das System sehr, sehr teuer. Eine Lizenz ist preiswert, aber wenn Sie für jeden Professor für 100 Euro pro Jahr eine Lizenz kaufen müssen, geht das plötzlich ins Geld. So, das heißt, die Hochschulen haben kein wenig Interesse daran, Plagiate zu bekämpfen, weil was soll das, bringt nichts und kostet nur. Der zweite Punkt ist auch noch wichtiger. Jeder Professor hat im Augenblick bei der Einsatz dieser Software 30 Minuten zusätzlicher Arbeitszeit pro Arbeit. Das heißt, die Systeme, die sind so, sag mal, von Informatikern geschrieben und nicht für Professoren. Dass also jeder Professor sagt, den Ärger, den das tue ich mir nicht an. Warum soll ich mir denn noch 30 Minuten mit so einer alten Software rumärgern? Machen wir nicht. So, und das führt dazu, dass nur 17% aller Arbeiten, wir haben ja einen Umfang über alle Hochschulen, alle Fachbereiche und 5.000 Professoren gemacht, 17% der Arbeit werden nur mit solcher Software oder mit Google, und man kann sie auch händisch bei Google alles eingeben, nur 17%. Das heißt eben, die restlichen 83%,
So, und von diesen 17% gab es 11% Plagiatsfälle. Also ungefähr jede 10. Arbeit sind Plagiate drin. Weil warum sollen die anderen 83%, die nicht überprüft werden, besser sein? Kein Grund für diese Annahme. So, und wenn man das jetzt berechnet, wenn Sie also plagieren, haben Sie ungefähr eine Wahrscheinlichkeit von 1,8% erwischt zu werden. Überhaupt nicht. Das ist also eine geringe Quote. Gemeiner geht es aber jetzt noch. Was passiert denn, wenn Sie erwischt werden? Bei den meisten Prüfungsordnungen in Deutschland nichts. Die haben einen Versuch verwirkt und dann noch einen zweiten und dritten Versuch. Das heißt, es gibt Dinge 5. Das war's. So, und deswegen, wenn jetzt wieder ein Ökonomie im Raum ist, der Ökonomie, weil gerade in der Wirtschaft muss man ja auch mal, da ist es ja immer so ein Thema, Moral und Wirtschaft und wie kommt man da so hin, muss man immer so einen Weg finden. Ökonomisch wäre es also für jeden hier sinnvoll, dass ins Internet geht, sich eine Arbeit, die mit 1,0 bewertet worden ist, die an Ihrer Hochschule als Arbeit einreichen. Sie haben eine Wahrscheinlichkeit von 99%, dass Sie die 1 ohne Arbeit nicht bekommen. Und wenn Sie erwischt werden, dann müssen Sie richtig arbeiten, ganz normal. Also wo, ökonomisch gesehen, ist derjenige, der das nicht macht, ein Teufel? Der ist der Dumme. Das heißt also, eigentlich muss man es so machen, weil das System erlaubt ist. Das weiß doch jeder. Also auch die, die das machen, wissen doch, dass es so geht. Warum sollte man es nicht nutzen? Okay, so, das ist dann die Sache der eigenen Moral. Ne? Man macht sich dann nicht große Arbeit. Sie kriegen ja, egal wie viel sie arbeiten, auch nur die eins wie der andere. Wenn man davon ausgeht, Vollplagiat ist ja noch was, also meistens sind ja Teilplagiate. Ne? So, und wenn Sie selbst jetzt mal eine 5 kriegen, ne? 0,02 trifft dann eine Exmatrikulation. Weil das in den meisten Gesetzen, also in den Studienordnungen, nicht drinsteht, dass man rausgeschmissen wird. Das habt ihr irgendwie vergessen. Und das wieder einzubauen, dauert ewig. Ne, Sie wissen, da gab es ja auch im Frontal 21, jetzt in Würzburg, den Fall, das ist jetzt nicht mal in Württemberg, okay, ne, da hatte ja ein Soll, und vorsichtig formulieren, da soll ein Professor in einer Medizin, also in der Geschichtsfakultät, also im Geschichtsinstitut, in der medizinischen Fakultät, die Dissertation für seine Doktoren geschrieben haben. Und hat da Geld für seine Forschung für bekommen. War also eine reine Forschungsakquise. So, das ist ja noch alles ganz witzig, weil das ist ja ein Deal auf Gegenseitigkeit. Und kein Mensch vermutet ja auch unter medizinischen Doktoren, die Mediziner waren in der Regel alle so über 40, 50. Also von daher hat er auch keine Erwartung, dass er eine tolle Arbeit dahinter ist. Also eigentlich Geschäft auf Gegenseitigkeit. Aber was haben die dann gemacht? Und dann wurde sich darüber beschwert, dass die Arbeit zu lügen wäre. Also 30, 40 sagen. Und man muss sich vorstellen, da stand tatsächlich in der Promotionsordnung der Uni Würzburg bei den Medizinern drin, dass die Arbeiten nur insgesamt 40 Seiten dick sein dürfen. So. Aber jetzt kommt der Witz, das hat man gemerkt, ne? Weil der Virtual Kampf war so ein Skandal, 2006. Wie lange hat es jetzt gedauert, die Promotionsordnung zu ändern? 5 Jahre. Also wenn das Wahlstudienordnung und Promotionsordnung so lange dauert, können Sie sich vorstellen, dass das Risiko hier mit der Exmatrikulation weiterhin so gering bleibt. Sie haben das einzige Risiko könnte jetzt sein, weil Sie an eine Stadt hinten was abgeben, dass Sie dann eben eine Strafanzeige bekommen, weil Sie da eben hier den Eid verletzt haben. Das könnte dann kein, weil das könnte jede Hochschule sofort machen. Machen die aber nicht. Warum nicht? Nummer eins ist viel Arbeit. Und das könnte wieder Öffentlichkeit bringen. Und das hassen ja die Hochschulen wie nichts, Öffentlichkeit. Ne? Das ist eine Wissenschaftseinrichtung, mag die Öffentlichkeit nicht. Ist ja ein bisschen merkwürdig. Ist aber so, weil das kommt man wieder rein, das ist unangenehm und das will man. Also man lebt lieber, ne? Das erinnert mich sehr stark an die katholische Kirche. Sie können ja so viele Kinder haben, ne? Sie können auch, ich sag mal, homosexuell sein. Ne? Das ist der Kirche sowas von egal, bei den Priestern, solange es nicht öffentlich geht. So, und das ist so ein bisschen der Effekt, ein bisschen im Kleinen, auch hier an diesen Hochschulen. So, also das heißt, das Ziel muss sein, dass wir Plagiate komplett abschaffen und damit, indem wir alle überprüfen. Und das ist dasselbe wie mit den Pocken. Ich weiß nicht, ob von Ihnen noch jemand eine Pockenschutzimpfung bekommen hat. Ja? Bei den älteren Menschen finden das immer hier so diese Kreise hier an den Armen, dann können die das erkennen. Das heißt also, bis zu einer bestimmten Generation wurde jeder gegen Pocken geimpft. Jeder, obwohl denn die meisten nie ein Risiko hatten, jemals Pocken zu bekommen, jeder wurde geimpft, um das auszurotten in Anführungszeichen. Und genauso muss man das hier auch machen. Man muss jede Arbeit über einen längeren Zeitraum auf Plagiate analysieren, dann ist das Thema weg. Dann gibt es das nicht. So.
Und wie kriegen wir das hin? Indem wir das kostenfrei für die Hochschulen machen, damit da keiner auswendig, ich muss da 1000, wenn ich 1000 Professoren habe, 1000 Lizenzen, 100 Euro kaufen, sondern gar nichts, das kostet den Hochschulen nichts. Und das Allerwichtigste ist, der Professor darf keine Minute Arbeitszeit mehr da rein verlochen. Durch irgendwelche Installationen und diese Interpretation dieser sehr, sehr merkwürdigen Ergebnisse dieser Software. Also wer sich so etwas schreibt, Marketing-Leute sind das schon mal nicht, sind wahrscheinlich Informatiker, die denken nicht an den Arm drauf, weil, das ist ganz wichtig, die eigentliche Plagiatsüberprüfung darf immer nur der Professor machen, weil der schreibt die Note drunter. Die Hochschule darf gar nicht nach Plagiaten suchen. Weil die hat nicht das Recht, die Noten zu vergeben. Das hat der Professor als einzelner Mensch, das gehört zur Freiheit von Forschung und Lehre, dass der Professor die Note vergibt und nicht die Hochschule. Sonst könnte ja der Kanzler irgendjemanden beauftragen, ich gebe dir mal so und so viel 5 und 1 oder ähnliches. Aus wirtschaftlichen Gründen. So, kommen wir zu unserem Exkurs, ne, der Politiker, weil das ist ja am spannendsten. Dann fragt man sich jetzt erstmal, okay, was hat das mit dem vorherigen Thema zu tun? Eine Menge, weil wir wollen ja jetzt eben als Professoren, Netzwerk als Institut Plagiate abschaffen. Das heißt, was brauchen wir dafür? Ich kann es Ihnen genau sagen, 2 Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter, der noch ein bisschen dafür sorgt, dass das Programm läuft, das Team-Programm läuft, und der zweite, der die Hochschulen, Studierenden und Fachbereiche administriert. 2 Stellen brauchen wir dafür. Danach würden wir komplett, das sind ungefähr 200.000 Arbeiten im Jahr, analysieren. Das klingt jetzt schlimm, aber dem Computer ist egal, ob eine Arbeit oder 1.000 oder 200.000. Den muss man einen zweiten Computer hinstellen. Aber die Administration muss man noch. Diese 2 Stellen ist Frau Schawan, ist auch ihr Wissenschaftler, die neuen Minister habe ich noch nicht angeschrieben bei Ihnen hier, nicht bereit zu zahlen. Man würde also noch unter Strich Geld einsparen, aber die Hochschule hätte schon Geld ausgeben. So, jetzt ist die Frage, und wir machen das schon seit 3-4 Jahren. Wir machen das, wir haben auch 2 Testhochschulen, wo wir dann das System austesten. So, also, das heißt, wir müssen ja uns irgendwas überlegen, diesen Druck auszuüben, dass diese 2 Stellen bezahlt werden, mit denen man dann Plagiate in Deutschland abschafft. Also 2 so Ärzte, die irgendwo diese Trockenungsmittel da irgendwo reinhauen in die Körper der Menschen, ne? Wie früher bei den Brocken. So, also, das heißt, die Situation ist, so, und das ist die Idee, die wir hatten, weshalb wir uns, oder gerade ich bin auch eine Person, die mit den politischen Dissertationen auseinandersetzen, weil der heißt plötzlich das Thema an. Also ich bin heute noch dem Herrn Gutenberg dankbar dafür, ganz offen zu, dass er dann im Februar, da war ich gerade oben auf Usedom in meiner Schreibklausur, und dann kriege ich mal eine Woche Schreibklausur, und dann kriege ich permanent auf dem Handy, da hatte ich noch nicht ausgeschaltet, Anrufe, ja hier, plagiiert, Sie haben doch da mal was gesagt, und ähnliches, ne, vor ein paar Jahren. Ne? So, und dann war das Thema da. Und dann habe ich gleich gesagt, kein Thema, 1000 Politiker haben wir, können wir ja mal einfach mal alle überprüfen. Nur kein großes Thema, 5000 Arbeiten zu überprüfen auf Plagiaten. Und dann habe ich dann gleich mal einen Brief oder eine Pressemitteilung von Schaban verschickt, okay, wir wollen das für Sie mal machen, ne? Kostet 10 Euro, also 50.000 Euro. Mit viel Geld, ne? 50.000 Euro, überlegt mal den Schaden, der jetzt schon ordentlich angerichtet wird, allein durch die permanente Publikation. So, die können sich vorstellen, dass sie nicht, der gar nicht haben wollte, die Antwort nicht mehr, wir nicht überschreiben. Sie hat nur auf Presseanfragen gesagt, wir werden diese Arbeit nicht überprüfen. Kann man ja auch verstehen. So, also das heißt, die Situation ist ja erstmal, dass im Augenblick permanent jetzt eben diese Dissertation, wo eben Plagiatsindizien drin sind, publiziert werden. Und das wird ja nicht aufhören in den nächsten Monaten. Das heißt, das wird jetzt jahrelang so weitergehen, dass so irgendwelche Plattformen im Internet, ich sage, das sind gewerbliche, weil der Mensch, der das macht, den Wohnen bleibt, verdient damit Geld. Weil der tut ja gar nichts. Sondern die anderen, die da was reinspeisen, die machen ja die Arbeit, die kriegen ja nichts dafür. Aber der Betreiber der Plattform verdient über Werbung Geld. Weil auch welche Ausgaben. Aber ich sehe das als gewerblich. Ansonsten wissen wir nicht genau, was dahinter steckt, wer das warum betreibt. Neuerdings sind ja auch SPDler drauf. Plagiatmäßig. Ne? Also sonst könnte man ja sagen, das ist bestimmt SPD-Linke getrieben. Linke und Grüne haben wir noch nicht. Wird aber auch kommen. Denken Sie an die 10%. 10% nach der Statistik und 10% der Grünen, 10% der Linken und. So. Aber was für mich wichtig ist, ne, weil Sie wissen ja noch mehr, weil Sie ja auch als politisch indizierte Hochschulgruppe das Thema Glaubwürdigkeit von Politikern bestimmt schon mal diskutiert haben, das interessiert mich nicht die Bohnen. Ich glaube auch nicht, dass man da noch was groß retten kann, aber das ist jetzt ein persönliches Thema. Aber die Hochschulen, die sind jetzt auch unter mit diesem Vorwurf
stehen unter dem Vorwurf, dass sie auch nicht mehr glaubwürdig sind. Weil auch diese Politiker, die erwischt werden, sagen, ich kann noch gar nichts dazu, das war doch die Hochschule, die hat das doch gewusst. Und jeder sagt, die Hochschulen haben diese Plagiatsarbeit angenommen. Die haben in der Regel auch nicht auf Plagiat überprüft. So, also, das ist also jetzt ein Problem der Hochschulen. Unsere Hochschulen werden jetzt jahrelang zu Getriebenen. Die werden nicht mehr die handelnden Personen, sondern die Getriebenen. Jeder, der jetzt aufgefallen, gerade Kultusminister Niedersachsen, ist ein schönes Beispiel, ist aufgefallen und was passiert? Er sagt öffentlich, das war ein Versehen, hat einen schlechten Tag oder so, ne? Viel Arbeit und was dann immer die Ausreden sind. Und ich habe aber der Fakultät geschrieben, sie soll mal überprüfen. Das heißt also jetzt, im Internet wird was gesucht, das geht dann, kommt dann Vorwurf an eine Person und die geht dann zur Hochschule und sagt, und die Hochschule muss dann passiv als Getriebene handeln. Das passt nicht in unser Hochschulsystem, dass Hochschulen plötzlich von außen gesteuert werden, was sie jetzt tun oder nicht tun. So, und das ist ein Riesenproblem, was wir haben, weil es auf Dauer jetzt so weitergeht. Die Hochschulen werden immer von außen, ne? Und die Hochschulen machen den Fehler, weil eigentlich sollten sie jetzt aktiv rangehen, sie schotten sich noch mehr. Was ich nicht ganz verstehe in der Diskussion ist, die müssen ja auch alle irgendeinen Doktorvater, Doktormutter haben und diese Herren Professoren, die werden ja mit irgendwo eingeschwärzt. Denn es ist zwar im medialen Fokus ist natürlich der Politiker derjenige, der geschummelt hat, aber in wissenschaftlichen Diskussionen wird dann auch gesagt, guck dir mal den da an, der hat nicht mal richtig nachgeguckt, der hat wieder ein Auge zugedrückt für seinen politischen Zögling oder so. Jetzt sieht man ja, wie Sie richtig gesagt haben, dass die Hochschulen von außen getrieben werden. Ja, also da bemüht man sich ja, wir prüfen das gleich jetzt, Expertenkommission, weiß der Geier was alles, was da gemacht wird. Warum sagt er nicht einfach, irgendein Doktorvater ist mir eigentlich völlig egal. Er ist promoviert, das ist damals gemacht gewesen, ist abgeschlossen, anerkannt, das interessiert mich einfach überhaupt nicht, dass irgendwelche Internet, selbst in einem Jäger, da Song tragen, ist mir völlig egal. Können wir noch machen, oder nicht? Also jetzt müssen wir mal, das ist ja auch eine schöne Analyse, ne, zum Analysieren, wie die Professoren, also die Doktorväter, die Gutachter sind es ja eigentlich nicht, offiziell haben wir ja, gibt es ja keine Doktorväter in Deutschland, sondern es gibt ja nur Gutachter, von ganz neutralen Gutachter, von neutral eingereichten Arbeiten, so jetzt steht zumindest immer in den Paragraphen drin. Da gibt es also diese Sklavenverhältnisse gar nicht, das sind alles nur Gerüchte. So, wir können das ja mal analysieren, wie die reagieren. Da gibt es ja noch gar keine Analyse, weil es sind ja jetzt auch noch Einzelfälle, das heißt, wenn Sie jetzt diese Fälle nehmen, dann reden wir über 10, 20 Gutachter, mehr noch nicht. Ja. Und da kann man natürlich wissenschaftlich noch keine Analyse drüber machen, wie die reagieren, ob das jetzt. Na, außerdem sind die meisten alle emeritiert. Merkwürdigerweise. Also diese Augenblick haben die überwiegend etwas ältere Doktorväter genommen. Gut. Aber deswegen nehme ich das auch, was Sie sagen, mit diesen Doktorvätern. Das Ziel ist ja, mit Hilfe von Öffentlichkeit, Transparenz, von wissenschaftlicher Analyse, diese ganzen Hochschulen und die Politiker zu zwingen, das Plagiat abschaffen. Das ist so die Idee, die ich ja dahinter habe. So. Und jetzt ist die Frage, was kann man da machen, um zum Beispiel auch diese Doktorväter in den Hintern zu treten? Und das ist auch einfach. Transparenz, Öffentlichkeit. Weil wenn es plötzlich ein Ranking gibt, dann wäre am meisten plagiiert oder Plagiat zugelassen. Das nervt. Also das ist dieser Druck, den wir ausüben können. Den können wir aber, weil wir ja wissenschaftlich arbeiten, wir haben ja nicht so eine gewerbliche Plattform oder eben so ein politisches Ding, nur machen, wenn wir eine breite Analyse machen. Und nicht nur 10 Arbeiten haben, sondern ein paar tausend. Das ist ganz wichtig. Also das heißt nicht nur, ne, weil gerade jetzt in der sauren Gurkenzeit, die ihr begonnen habt, dann werde ich schon immer nach dem Ranking gefragt. Und ich sage, nee, Moment, bevor ich nicht 100 Arbeiten analysiert habe von diesen Promotionen dieser Politiker, vorher gebe ich nichts raus. Warum mache ich das nicht? Weil das sind Einzelfälle, das freut euch, wenn einer schlecht wegkommt, weil man findet überall Indizien, also von daher gibt es immer eine schlechte Presse, wenn man will. Aber ich mache es nicht. So, aber das ist wichtig, das ist eine der wichtigsten Ansätze. Transparenz über Rankings. Ich kann jetzt schon ein Ranking sagen über die Verlage. Unger und Unglock ist der führende Bereich Plagiate. Das ist ein Verlag, der Dissertationen publiziert. Wir haben schon 3. Geisteswissenschaftlicher Verlag. So. Also das heißt, dieser Verlag, ne, denen das ja jetzt auch noch völlig schnurz ist, die tun ja auch nichts, diese Verlage. Ne? Die haben ja hoch, wissenschaftliches Know-how, arrogant ohne Ende. Wenn sie dann mit ihr Diss ankommen, dann müssen sie die mal nehmen.
Ja, also diese richtig guten Verlage, ne? Nicht so die, wo sie nur Geld zahlen. Das wird sich ändern, wenn es einmal so ein Ranking gibt. Weil eigentlich sollen die Verlage, können ja auch die Plagiatsüberprüfung vornehmen, bevor sie die Arbeit annehmen. Können wir machen. Das Geld haben die ja, das kostet ja auch nicht viel, elektronisch das analysieren zu lassen, egal wo. Also das heißt, das ändert sich, wenn es erstmal so ein Ranking da drin steht und plötzlich diese ganze Wissenschaftlichkeit imagemäßig ein Kratzer kriegt. Also das heißt, natürlich sind die Verlage mit im Boot bei diesem Thema. So, also das heißt, Hochschulen werden zu kritisieren, das geht nicht. Die Wissenschaft und Hochschulen haben kein Interesse an der Abschaffung von Plagiat. Das ist ein unangenehmes Thema mit einer negativen Presse. Und man hält sich da lieber zurück und hofft, dass der Wind über einen hinwegfegt. Wie das ja normalerweise bei so Themen ist. Und das ist etwas, was seit 1997, seitdem ich einen Internetanschluss habe, fast jeden Tag in jeder Vorlesung, in jedem Vortrag erzähle. Ihr versteht das Internet nicht. Ihr versteht das Internet nicht. Das Thema wird nicht verschwinden. Auch so ein armer Herr Gutenberg, ne? Da wurde ja fabuliert, der kommt wieder. Aber egal, wo er wieder hochgekocht kommt, man kann im Internet nachgucken, wie seine Einleitung aussieht und wie der Artikel in der FAZ aussieht. Das wird man sich noch 100 Jahre angucken können und sagen, wie kann jemand dann behaupten, dass wir aus Versehen geschehen, dass man die Einleitung aus der FAZ abschreibt. Und das ist ja noch schlimmer, dass er sagt, das war ein Versehen, ich habe es nicht gemerkt. Das geht nicht wieder weg. Da werden auch seine Urenkel getrieben, wo was da der, einer der Aufritter irgendwann im 15. Jahrhundert oder 13., ne, der da was getrieben hat von ihm und jetzt er. Der Aufritter ist noch nicht im Internet. Ne? Aber jetzt, es geht nicht wieder aus. Das wird nicht wieder verschwinden. Und wenn man das sieht, dann kann man das nicht ernst nehmen, was dieser Mensch erzählt hat. Die Frage ist ja, ne, um das mal gleich vorweg zu sagen, das ist ja jetzt auch kein Gefühl-Pegler, ne? Die Frage war, er hat einen Ghostwriter. Wir haben jetzt, sind gerade dabei, auch eine Software zu entwickeln, einen Ghostwriter rauszuziehen. Also eigentlich ist das eben die Frage, können wir herausfinden, wer der Ghostwriter war von Gutenberg? Man kann Ihnen schon sagen, gibt es nicht. Also das heißt, einen Ghostwriter kann es nicht dann geben, weil Ghostwriter sind ja normalerweise schwer zu finden, weil die haben die Arbeit ja geschrieben. Das heißt, plagiert haben die ja nicht. Die haben das ja geschrieben, gut oder schlecht. So, und da kriegt es auch keinen, weil normalerweise findet man ein Plagiat als Gutachter dadurch, dass ein Stilwechsel stattfindet. Irgendwelche Formulierungen sind anders als im Satz vorher gut. Jeder Professor merkt das. Wenn du öfter solche Arbeiten liest, merkt er so einen Stilwechsel. Und wenn es nicht nur unglücklich ist. So. Und, aber Stilwechsel gibt es ja da gerade auf jeder Seite dort, bei den guten Bällen. Das heißt also, das kann kein Ghostwriter sein. Wenn er einen beauftragt hat, dann war der aber nicht als Ghostwriter tätig, sondern als Plagiator. Also das ist ein Ghost-Plagiator. Das heißt also, man müsste jetzt den Ghost-Plagiator finden, der für im Auftrag von Gutenberg plagiiert hat. Vielleicht hat er einen anderen Auftrag gegeben, dass er noch sein Geld zurückfordern kann. Ne? Oder das versucht, aber das ist ja juristisch nicht so einfach. Aber es gibt dort eindeutig kein Ghostwriter, sondern jemand, der den Auftrag für ihn oder er selber hat das plagiiert. Warum dafür 6 Jahre für gebraucht hat, weiß man natürlich auch nicht. Aber das geht auch schneller. Also, unser Ziel ist es jetzt mit unseren Aktivitäten, das Thema Plagiate permanent öffentlich zu machen, aber auf wissenschaftlicher Basis. Den Druck auf die Politiker und Hochschulen zur Abschaffung der Plagiaten auszuüben und damit letztendlich die Glaubwürdigkeit auf ein Stückchen wiederherzustellen. Und denken Sie daran, warum ist es so wichtig, Plagiate abzuschaffen? Weil es macht ja das studentische Leben schwieriger. Die müssen ja mehr arbeiten, wenn es keine Plagiatmöglichkeiten mehr gibt. Weil man könnte ja auch nachher den Hausarbeiten damit anfangen. Der Effekt ist aber relativ einfach. Wenn wir sagen, 10% der Arbeit wird plagiiert und wir schaffen das ab, werden 10% der Arbeit nämlich besser. Und das ist ein kleiner Schritt zu der Verbesserung der deutschen Hochschulen. Allein sind 10%. Es gibt ja viele kleine Schritte, die das Ganze besser machen. Weil dann müsste ich selber was ausdenken und allein die geistige Auseinandersetzung zum Thema bringt etwas in der Entwicklung eines Menschen zu diesen tollen Übermanagern, Ingenieuren, die wir demnächst brauchen. Weil es sind ja immer weniger gute Manager und weniger gute Ingenieure, die müssen doppelt so viel leisten wie morgen. So, und die Lösung ist für uns ein öffentliches, wissenschaftlich basierte Qualitätsanalyse aller dieser 1000 Arbeiten mit Rankingspolitiker, mit Rankingsparteien. Weil natürlich haben wir die Parteien sofort aufgefordert, das mal mit dem Plagiat abzuschaffen. Können Sie ungefähr vorstellen, was der Herr Westerwelle hat antworten lassen? Immerhin, er hat geantwortet. Er war ja damals noch Parteivorsitzender. Die anderen haben alle nicht geantwortet.
also in der FDP wird es das nicht geben, dass die Plagiate innerhalb der eigenen Mitglieder oder aktiven Politiker abschaffen oder überhaupt analysieren lässt. Die Stiftung hat nicht geantwortet, weil die politische Stiftung hat auch angeschrieben, weil die können sowas das ja auch machen. Also von daher wird da wenig passieren, außer der Druck von außen, wenn die FDP jetzt auf Jahre, also nicht nur jetzt, wo es im Augenblick so ein Problem ist mit der FDP, die wird sich da wiederholen, dann hoffen die ja auch. Aber trotzdem wird immer ein Ranking nach oben dann unter Umständen stehen, weil die nichts dagegen unternehmen. Und ob die unternehmen wollen. Das kann natürlich auch andere Parteien treffen. Es kann Hochschulen treffen, weil wenn sie unheimlich schlecht dasteht, dann werden sie vielleicht auch Druck ausüben über die studentischen Möglichkeiten. Auch die Hochschule schafft Plagiate ab. In dem Ranking sind wir ganz schlecht, weil wir lassen das besonders gerne. Das kann man ja dann verändern. Also das sind so diese Druckmechanismen, die das Internet Öffentlichkeit erschaffen kann. Und genauso auch die Verlage. Weil damit wir, auch eine einfache Geschichte, damit wir die alten Dissertationen, weil die meisten Politiker haben vor 2000 geschrieben, konnten also nicht im Internet plagieren. Die armen Kerle konnten, ne, also der Herr Chatzimarkakis, ne, den kennen Sie ja, der konnte nicht im Internet Copy and Paste machen. Das ist auch wahrscheinlich der Hauptgrund, weshalb er so aufregt im Augenblick im Fernsehen, weil er konnte das gar nicht und wird verglichen mit denen, die das konnten. Das ist auch unfair, muss man auch klar sagen, weil der konnte es nicht. Das heißt, was er gemacht hat, war noch lesen, ne, und nicht nur hier mit der Maus. Also das heißt, er hat deutlich mehr arbeiten müssen und er hat ja auch nicht plagiiert, sondern er hat nur trotzdem nicht geht. Also das ist, und wenn jetzt die Uni Bonn eben den Druck nicht abnimmt, dann ist das ein Image-Schaden für die Uni Bonn. Weil jeder Doktorand weiß das, der eine vernünftige Arbeit schreibt, wie man zitiert, das lernt man sich. Ja, und die Begründung kann ja in diesem Fall dann ja nicht sein, dass es ein Plagiat ist, sondern dass einfach die wissenschaftliche Qualität nicht ausreichend ist. Dann ist noch ein anderes Thema. Ja. Dann kommen wir zu dem Herrn Wulff, da sind wir noch mal. Nein, aber wir sind hier bei dem Fall, das habe ich ja schon publiziert, deswegen kann ich es ja beruhigen. Nein, der Herr Chatzimarkakis hat nicht plagiiert, sondern er hat nur falsch zitiert. Falsch zitieren heißt, er macht wörtliche Zitate und statt unten runter vergleichen. Ja, und das Problem ist, dass wenn wir jetzt das eben als Maßstab ansetzen würden bei unseren Studenten, also ja, den kann schon nicht mehr, dann, und das dann als Plagiat werten würden. Also die Konsequenz in Baden-Württemberg, das ist, also Sie haben es vorher ja gesagt, also mit den Studienordnungen und der Möglichkeitsexmatrikulation. Die Möglichkeitsexmatrikulation besteht in Baden-Württemberg ja eigentlich auch erst seit knapp eineinhalb Jahren, was das angeht. Und, aber wenn wir diesen Maßstab ansetzen würden, dann müssten wir eigentlich bestimmt 50% aller Studenten exmatrikulieren nach einer Seminararbeit, wenn wir das als Plagiat werten würden. Wenn wir das eben als nur schlechte wissenschaftliche Arbeit werten würden, dann wäre es je nachdem durchgefallen oder vielleicht noch eine 4, wenn es zumindest in Teilen noch irgendwo in die richtige Richtung geht. Dann aber wenn es wirklich so konsequent als Plagiat gewertet würden würde, dann wäre hier an der Hochschule, also nicht nur hier, überall wirklich was los. Okay, also Nummer 1 ist Seminararbeit, reden wir nicht drüber. Ne? Wir reden über Arbeit, wofür es nachher ein Diplom oder Bachelor gibt, wo, was ja ein geldwerter Vorteil ist. Das heißt, Sie haben etwas, was die anderen Menschen draußen, die ehrlich sind, die nicht abgekupfert haben, nicht haben. So, und wenn Sie, das dürfen Sie nicht mit mir diskutieren, das müssen Sie mit den Professoren an der jeweiligen Hochschule diskutieren. Wo Sie diese Grenze ansetzen und sagen, das ist eigentlich das, was wir verlangen. Und das dulden wir hier. Das darf jede Hochschule diskutieren. Dann muss sie sich aber von uns, von draußen, vorwerfen lassen, dass sie nicht dementsprechend dem arroganten Auftreten, wir sind wissenschaftlich und ähnliches, was viele Hochschulen machen. Die Uni Heidelberg hat damals auf unsere Befragung, was macht ihr gegen Plagiate, geschrieben, das gibt es bei uns nicht, in der Wissenschaftlichkeit gibt es keine Plagiate, wir sind eine wissenschaftliche Hochschule. So, und wenn das jetzt hier in der Uni, also in Hohenheim anders ist und sagt, auch so ein bisschen darf man machen, ist das ja auch. Aber Sie kommen ja nicht drum herum, die Grenze zu definieren. Egal, wo Sie definieren, sie ist da. Nur, eins geht natürlich nicht. Ne? Also, wogemerkt, das, was der Herr Chatzimarkakis gemacht hat, sagen einige juristische Professoren, dass er ein Plagiat ist, juristisch. Ich bin ja kein Jurist, sondern ich analysiere nur, was er gemacht hat. Also, das heißt, alles, was er, wo er abgeschrieben hat, hat er gesagt, wo er abgeschrieben hat. Aber trotzdem geht das gegen jegliche wissenschaftliche Regeln, dass man da, wo man abschreibt, nicht sagt, dass es wörtlich abgeschrieben ist. Und das ist ja bei mir nicht mal ein Versehen, sondern die halbe Arbeit. Und es ist doch völlig klar, wenn das erlaubt würde, da kann man sehr viel Arbeit ersparen. Dann schreibt man alles ab, sagt da drunter irgendwo, ja, das ist da irgendwo abgeschrieben. Man tut aber so, als hätte man selber formuliert.
Also tut mir leid, das wird auch, aber ich gehe davon aus, an der Uni Hohenheim, an vielen Fachhochschulen mag das anders sein, dass die Uni Hohenheim, wenn sie die Fragen hören, ist das erlaubt, jeder sagen würde nein. Natürlich, aber was eigentlich ja, um es konkret zu machen, ja, das eigentliche Problem bei Chatsu Markakis war, also mal keine Anführungszeichen gesetzt, wo man keine Anführungszeichen sinnvoll war. Bitte nicht selbst bei Duft machen. Nein, ich habe nicht gesagt, dass es nicht schlimm ist, wenn er so etwas tut. Nur eben, es sind ja Zitierfehler. Also er hat einen Vergleiche geschrieben, wo er sie hätte schreiben müssen. Nein. In Anführungszeichen. Wörtliche Zitate müssen in Anführungszeichen wieder eingerückt werden. So, und jetzt. Es war unterschiedliche Zitierfehler. Reden wir doch bitte mal. Für mich ist das relativ einfach. Für mich ist es doch einmal relativ einfach. Man sollte das Arbeitsblatt einreichen mit der richtigen Zitierweise. Also, wenn die Schatz immer kackt, die Arbeit ist ja online. Vielleicht mache ich das mal, dass ich die Arbeit ins Internet reinsetze. Weil die ist ja kompliziert, also darf ich, die Frage ist nicht, wie weit darf ich verändern, dann darf ich die Arbeit korrigieren, Juristin, was ich auf Juristin bin. Aber jetzt überlegen Sie, weil das eine gute Idee ist, für mich gerade ein. Das wäre ganz schlecht gewesen. Wenn wir die Arbeit jetzt mal so schreiben, wie es richtig hätte sein müssen, dann hätte kein Professor in Deutschland, außer bei medizinischen Hochschulen, vielleicht in Hannover, bei den Bundesländern, kein Professor an der geisteswissenschaftlichen Fakultät diese Arbeit angenommen. Das hätte es niemals gegeben. Wäre völlig undenkbar. Das heißt, nicht jeder Buchmacher ist davon ausgegangen, der hat die Texte selber geschrieben. Weil Sie müssen sich nur überlegen, die ganzen Seiten werden nur eingekommen. Und da werden eine halbe Seite einrücken, dann sind drei Wörter von ihm, wo er das Original die Wörter ausgetauscht hat, und dann kommt wieder Einrückung. Auch wenn er darunter schreibt, wo er dann ihre Sachen hat, das geht nicht. Er hätte niemals diese Arbeit durchbekommen. Niemals. Wenn er korrekt vorgegangen wäre. Auch damals. So, jetzt kann man im Nachhinein sagen, ja, jetzt haben die schlecht aufgepasst, hätten ihn damals das nicht annehmen, und das sind jetzt juristische Auseinandersetzungen, aber von den Fakten her, aus der Wissenschaft heraus, ist die Sache eindeutig. Wie man das bewertet, was man macht, das ist eine andere Frage. Immerhin ist der Bose offen mit der Sache umgegangen, auch im Fernsehen und ähnliches. Ne? Was mich aber dann wundert, wenn wir schon bei dem Herrn sind, der ist ja jetzt leider nicht hier, der behauptet, das wäre doch üblich gewesen in der Uniform. Das ist aber hart für die Uniform, also das ist hart. Also er behauptet, das wäre diese Zitierweise wäre das und das wäre Oxford und das andere wäre Cambridge und irgendwas hat er alles erzählt. Das wäre natürlich ganz schön hart für die Uni Bonn, wenn das stimmt. Also wenn das da üblich gewesen ist. Und das könnte man davon ausgehen, das kommt in ein paar Jahren raus. Was Sie niemals vergessen dürfen ist, bei dieser ganzen Diskussion, weshalb wir auch sagen, wir sollen das schnell machen. Wir kennen ja alle die Firma Google und Google, auch mit Hilfe, das ist jetzt hier der Nachbarland, der Staatsregierung in Bayern, scannt alle jemals erschienenen Bücher an. Mit der Staatsbibliothek in München, drittgrößte deutsche Bibliothek, arbeitet Google zusammen. Das heißt, wenn irgendjemand irgendetwas publiziert hat, wissenschaftlich, wird es irgendwann dort das Plagiat gefunden werden. Der kann Glück haben und schon tot sein, aber jedes Plagiat, jedes Großweitertum wird aufliegen. Weil solche Arbeiten nehmen die viel Speicherplatz weg. Gerade die alten nicht. Weil das ist immer weniger als ein normales Bild an der Digitalkamera macht eine Dissertation aus. Dürfen wir jetzt nicht vergessen. Ne? So, und wenn Sie überlegen, was Ihre Smartphones, ne? Ich kann mir ja die Dinger noch nicht leisten, was Sie dort haben, ne? Was da schon drauf passt, überlegen Sie mal in 10 Jahren, welche Kapazität ein so ein Smartphone hat. Petabyte oder was da alles gibt. Das heißt, jeder, der so ein Ding hat, wird alle wissenschaftlichen Dissertationen, die jemals geschrieben worden sind, auf seinem Smartphone haben können. Und parallel neben dem Chatten oder was auch immer analysieren können von der Technik her. Die Software ist auch nicht so kompliziert, die wird auch allen zur Verfügung stehen. Also jeder wird auffliegen, das muss einem klar sein. Jeder wird auffliegen. Wenn wir Politiker, kann es dann auch egal sein, ist er nicht mehr im Amt, aber auffliegen werden alle. Also auch die Studierenden, wenn sie nicht sicher sind, dass die Arbeiten irgendwie vernichtet worden sind, physikalisch. Das kann man ja machen, man kann das in Brände legen. Und ähnliches. Das heißt, wir nehmen jeden Hebel, das sorgt dafür, dass diese Arbeit physikalisch verschlüsselt war. Der Herr Rösler wusste das nicht. Dieser Tipp ist so. Okay. Also, das ist der Punkt. Wir wollen alle so hier, aber nicht diese 1000 Arbeiten. Wir wollen eigentlich alle Arbeiten analysieren, also nicht nur diese 1000. Aber die 1000 bringt die Öffentlichkeit, dass entweder die Minister oder ihre Institution, eine Stiftung oder vielleicht auch Privatmenschen
Das ist eigentlich gut, dass wir Plagiat in Deutschland abschaffen, bevor wir, also als erstes Land, das wird ja in anderen Ländern auch irgendwann kommen, in anderen Ländern. Die schreiben aber nicht so viele wissenschaftliche Arbeiten. Also in Australien ist zum Beispiel beim Bachelor nicht notwendig, eine These zu schreiben. Das ist sehr deutsch, also dass wir immer so diese wissenschaftliche Arbeit schreiben. So, also Sie finden das jetzt über diese Website toll ist. Und ja, auch schön jetzt nach Parteien schon mal sortieren, wo wir jetzt erstmal alles sammeln und alles publizieren, was wir haben. Allerdings immer neutral wissenschaftlich, ne, weil sonst geht es sowieso Abmahnung, weil ja mein Name drunter steht. Ist ja anders als bei den Wiki-Plattformen, wo kein Name drunter steht. Wo jetzt dieses gesamte Wissen eben vernetzen. Sie können jetzt auch mal, wir haben glaube ich 500 Politiker im Augenblick schon identifiziert mit dem Doktortitel. Wir haben noch nicht alle wieder der Doktor, die Promotion, also Dissertationsthema, weil das kostet ja Zeit und das kostet wiederum Geld, das wir nicht so haben. Und hier haben wir jetzt auch die Liste der Aktionen, die wir gemacht haben. Also die wichtigste Aktion, die wir jetzt auch gerade diskutieren, ist ja, dass wir alle MDBs schon mal aufgefordert haben, ihre Arbeiten anzureichen. Wir haben alle Parteien aufgefordert, was den Plagiat zu unternehmen. Wir haben alle Minister aufgefordert, wir haben die Stiftung aufgefordert, wir haben die Verlage aufgefordert. Die haben sich alle noch zurückgezogen. Und wir werden auch die Professoren auffordern, alle ihre Arbeiten abzuliefern. So, damit wir Vergleichsmaterial haben, was wir haben auch für die alten Arbeiten. Die sind ja im Internet, die alten Arbeiten, die alten Dissertationen. Weil man hat ja derjenige, der eine Dissertation in den 80er Jahren geschrieben hat, so wie ich, wenn er plagiert hat, hat er in anderen Dissertationen und anderen wissenschaftlichen Arbeiten plagiert. Also braucht man diese Arbeiten und noch stehen uns ja die Arbeiten bei Google nicht zur Verfügung. Und wenn das dann erstmal alles drin ist, dann werden die ja dann nur den Geld machen. Nur den Geld ausgeben. Das ist ja quasi ja für das Unternehmen, was Milliarden Gewinne erzielen muss. Okay. So. Bleiben wir jetzt mal bei diesem einen Ding, nämlich der Aktion. Also hier, die Frau Merkel hat ja auch einen Doktortitel, haben wir hier angeschrieben. Um unser Projekt schneller und erfolgreicher umsetzen zu können, bitten wir Sie um Ihre persönlichen Mithilfe, indem Sie uns Ihre Dissertation elektronisch oder als Buch zur Verfügung stellen. Und sagen Sie uns auch, ob wir die Arbeit publizieren dürfen, damit jeder Bundesbürger auch sehen kann, dass 90% der Arbeiten ja gut sind. Also 90% der Politikerarbeit müssen ja richtige Leistungen sein, sind über 10%, also rein statistisch. Also warum soll der Mensch aus nicht auch positiv was erfahren? So, das waren irgendwie 114 Leute. Was glauben Sie, wie viele bisher ihre Arbeiten gesandt haben? Null. Nein? Drei. Zwei. Einer? Nein. Das ist ein Herr Schockenhoff, den ich nicht kannte, von der CDU. War es nicht der? Ist nicht der betrunken? Ja, der momentan ist ein Alkoholiker. Das ist nicht zuständig. Das ist normal. Das ist der Bundestagsabgeordnete aus Ravensburg, genau, der jetzt gestern zugegeben hat, dass er Alkoholprobleme hat und hier in Behandlung gegeben wird. Okay, also das ist weder jetzt die Korrelation, das kann ich jetzt nicht sagen. So, aber also das heißt, diese Arbeit wird physikalisch jetzt digitalisiert und dann kann jeder so von Ihnen auch lesen. Weil nicht jeder, also erstmal kann nicht jeder Bundesbürger über Fairlight sich das besorgen und dann stehen auch nicht alle Arbeiten über Fairlight zur Verfügung. Obwohl das eigentlich per Gesetz so sein sollte, ist es aber nicht so. Also das heißt, die Arbeit wird publiziert. So, ansonsten ist die Standardantwort vom Büroleiter, also nur damit Sie sehen, wie Politiker mit diesem Problem umgehen heutzutage. Weil Sie können ja davon ausgehen, 90% haben ja gute Arbeiten geschrieben. Und dann sagt, wie kommt die Antwort? Mein Buch ist in der Bibliothek. Nummer 1, Antwort Nummer 2, Sie können das Buch im Buchhandel kaufen. Das ist die Reaktion dieser Politiker auf diese Antwort. Also ein sehr politisch geschickter, weil es ist ja klar, dass das publiziert wird von mir, was denken Sie eigentlich? Dass Sie Ihre Arbeit nicht publizieren wollen, also nicht der Öffentlichkeit freigeben wollen. Warum nicht? Also jemand, der politisch mit Problemen, also Risikomanagement, wenn man das nennt, umgeht, weiß, dass man aktiv an so etwas rangeht. Und wenn dann irgendwie jemand zum Verdacht kommt, dann brauche ich ihn, schlage ich ihn auch mit meiner Distot, dann soll er dann selber nicht mehr nachlesen. Wer versteht schon so eine Arbeit, wenn er es liest? Sowieso kommt jemand auf den Fachmann. So, jetzt ein Beispiel. Also ich habe jetzt nicht die Arbeit von dem Herrn Schmid genommen, die ich analysiert habe, weil ein großes Problem bei dieser Arbeit ist.
Also, wir können mit der Software Plagiatsindizien finden. Waren da nicht drin, aber gar nicht drin. Ich kann die Arbeit aber nicht beurteilen. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob da Stilwechsel Plagiat ist, weil es eine juristische Arbeit ist. Für einen Nicht-Juristen kann ich noch nicht mehr erkennen, was denn da jetzt wissenschaftlich an so einer Arbeit ist, wo immer nur Paragraph so und Paragraph so verwiesen wird. Ich gehe davon aus, dass es wissenschaftlich ist, weil das ist eine andere Richtforschung, also andere Richtung, das sind die Juristen. Die arbeiten anders wissenschaftlich als Betriebswirte. Das muss man akzeptieren. Deswegen dürfen wir, Wirtschaftswissenschaftler, auch nichts dieser Arbeit überprüfen, ob ein Plagiat ist. Indizien kann man finden, waren keine da. Eine andere Arbeit, wenn die ja auch in der Öffentlichkeit drin war, diese Arbeit als Plagiatsgeschichte und Ähnliches, von unserer Familienministerin, die Schröder heißt, ne? Da kann ich Ihnen nämlich zeigen, wie wir arbeiten. Das heißt, also, wir haben diese Arbeit gekauft, wurde auch gesponsert von jemandem, weil die war nicht über Fernlage so einfach zu kriegen. 70 Euro, 50 Euro ist teuer. Ne? So. Aber wir müssen diese kaufen und zwar zeige ich Ihnen auch warum. Weil der nächste Schritt ist, kann man jetzt schlecht sehen, wir haben da so ein richtig professionelles Schneidegerät, in dem man die Bindung am Rand abbaut. Das heißt also, hier kommt da rein, die Bindung an der Seite wird abgeschnitten. Ja. Dieses kleine Teil hier, das nennt man jetzt einen Buchscanner, den wir jetzt nicht angesetzt haben, weil ein Buchscanner heißt, jede Seite auflegt. Kostet also das Einscannen des Buches 10 Euro. Bei 1000 Stück wären das 10.000 Euro, allein das Einscannen, wenn wir das selber, uns keiner die Arbeit zur Verfügung stellt. So, und deswegen war unsere Aktion mit diesen Politikern schon erfolgreich. Und die Firma Fujitsu hat uns dieses sehr unscheinbare Gerät dahin bestellt. Und dieses Gerät kostet 15.000 Euro. Dieses Geld hätten wir niemals aufbringen können. Und dieses Gerät ist in der Lage, wenn wir halt die Bindung abgeschnitten haben, 100 Bücher pro Stunde einzuscannen, um Texterkennung zu machen und ähnliches. 100 Bücher pro Stunde. So viele Bücher haben wir noch nicht. Aber damit haben wir die Kapazitäten, so viele Analysen zu machen, wie wir wollen, wenn wir das Open-Original haben. Deswegen ja auch, sind wir hingegangen, haben die Verlag gesagt, gebt uns doch eure alten Bücher, die habt ihr ja noch gar nicht digitalisiert. Die sind noch verloren für euch, die alten Bücher, gebt zu uns. Ihr scannt sie ein und dann habt ihr eure alten Arbeiten digitalisiert. Und wir werden es dann verwenden für die Plagiatsammlung. Einige Verlage sind da schon weich geworden, die werden alle weich auch darauf, wenn ihnen das bewusst wird, was das Einscannen, wenn das selber machen, kostet. Und hier geht es umsonst. Wir müssen uns nur eben einmal einen Stapel Bücher schicken. So, das heißt also, dann wird die Arbeit dort eingelegt, ja, und das geht dann wirklich so. Weil gleich beide Seiten auf einmal gescannt werden, das rattert dann nur so durch, also man wundert sich. Das sieht man jetzt hier, das ist in Farbe in Schwarz-Weiß. Es wird gleichzeitig parallel in unterschiedlichen Stufen und Formaten abgespeichert. Als PDF und als Word und was man eben will, dann kann man das auch immer noch im Bildschirm angucken, aber das geht immer so zack, zack, zack da durch. So, und dann steht es uns als, in der Regel als PDF zur Verfügung und dann kommt unsere Software, in dem Fall hier zum Beispiel das Textvergleichsprogramm, was dann dieses Dokument mit allen anderen Dokumenten, die wir haben, vergleicht. So, das ist nichts anderes, was auch gewerbliche Anbieter auch machen können. So, jetzt kommt aber der wesentliche Unterschied. Das ist jetzt eine Seite aus dem Report für den Professor. Wenn wir das vergleichen mit den gewerblichen, sehen Sie den Unterschied. Hier kriegt der Professor erstmal auf einen Blick, also hier die Arbeit, auch hier an der Welt der Uni, ne? Hier auch der Gutachter, der Falter in dem Fall, ne? Den kennen Sie ja auch. Der die Arbeit beurteilt hat, dann so ein paar statistische Kennzahlen, was da so drin ist, und hier oben insgesamt wurden 6 Plagiatsindizien gefunden. Also hat der Computer quasi gefunden, das Zeug erst in der Computer. So, er hat eine Übersicht und dann noch Statistik, wie ist denn diese Arbeit zur anderen Arbeit, die der Professor im Fachbereich das Thema, wer auch immer eingereicht hat, auch statistisch, auch hier mit Plagiat. Also damit man das mal vergleichen kann, rein statistische Kennzahlen. Das Wichtigste ist jetzt in dieser Zeit, dass jedes Plagiat, jedes Indiz ist, das ist ja kein Plagiat, sondern ein Indiz auf der Plagiat, kriegt jetzt eine ganz einfache Seite, wo eben hier das Prüfdokument oder die Arbeit von der Frau Schröder mit dem Original gegenübergestellt wird, dass er das sofort sehen kann, ist das relevant oder nicht. Hierbei muss ich aber ganz klar sagen, die Frau Schröder hat nicht plagiiert, weil die Arbeit ist eine empirische, die kann ich beurteilen. Das wäre so eine Arbeit, die hätte ich früher auch als Diplomarbeit bearbeitet oder betreut. Ist aber schon in Ordnung, weil das ist akzeptierlich, dass sie dann Doktor dafür gekriegt hat. Vielleicht nicht die Note. Sie hat falsch zitiert. Das ist so ein Fall, wo man ganz klar sagen muss, was der Computer nicht findet. Sie hat nur hier im Prinzip die falsche Zitierweise, also wirklich nur eine falsche Zitierweise angemacht. Sie hat nicht etwas anders deklariert. So, also das heißt,
den kann. Und das könnte natürlich jetzt eben der Prüfer nachgucken und feststellen, dass das jetzt was Harmloses war. Es kann natürlich auch sein, was in dem Fall das üblich war, wörtliche Zitate, das ist ja wörtliches Zitat, in vier verschiedenen Arten und Weisen darzustellen. Ich kannte vorher nur zwei Darstellungsweisen, die haben vier benutzt und die auch noch gewechselt werden, was ja merkwürdig ist. So, das ist also ein Fehler von irgendwo, das hätte ein Gutachter, das ist ein typischer Fehler des Gutachters. Der Gutachter hätte feststellen müssen, wollen die Zitierweisen gehen durcheinander, wir haben nur diese zwei offiziell, schreiben Sie um. Weil wenn Sie das noch nicht wissen wollen, das ist üblich, man reicht die Dissertation ein, erst nachdem der Doktorvater dem zugestimmt hat, dass Sie die einreichen dürfen. Das heißt, im Normalfall wird die vorher schon geprüft, bevor man sie einreicht, hat schon ein, meistens ein anderer Assistent schon mal drüber geguckt. Wenn sie eingereicht wird, dann gibt es das rigorose, gibt es die Note. Und es gibt immer Druckauflagen. Das heißt, Sie haben Druckauflagen, die erfüllen Sie erst dann. Deswegen dauert das ja so lange, bis die Leute den Blogartikel tragen dürfen, meist ein Jahr oder länger. Erst dann darf er sie publizieren. Das heißt, über die Druckauflagen werden solche Mängel normalerweise immer ausgeglichen. Und das ist da die Schöne und gar nichts zu. Das ist ein reines Fehler von irgendeinem Falter oder von wem auch immer, die ich gar nicht gelesen habe, die Arbeit. Also da hat es wahrscheinlich keiner gelesen oder zumindest nicht diese Teile. So, der Computer kann das nicht genau feststellen oder nur schwer. Aber zumindest kann man es hier den Plagiatswahrscheinlichkeit, weil ja der Computer noch 1% gedacht hier. Aber immerhin, der Professor versteht das jetzt einfacher, diese Darstellung. So, kommen wir also jetzt zur FDP, nur weil das hier nicht mal die Nahe liegt. Das Problem der FDP ist nur, dass sie im Augenblick im Fokus stehen. Die anderen Parteien werden es genauso treffen, das ist ja kein Unterschied. Die Wahrscheinlichkeit, dass in anderen Parteien weniger ist ja gering. Also das heißt, das wird die anderen genauso treffen. Die Frage ist ja nur, wie geht man damit um? Was macht man dort aktiv? Also zum Beispiel, positiv ist ja, dass die Arbeit von Chassi Makakis im Internet ist. Da kann jeder lesen. Das sagt er ja auch. Kann doch jeder lesen. Und er hat 10 Jahre lang nichts gehört. Er hat ja auch keine Mitglied der Intention gelesen, ob er irgendwas, ob er da unsauber zitiert hat oder unsauber, was auch immer kann. So. Wichtig ist hier, dass hier unten schon der Herr Röster draufsteht. Demnächst werden jetzt ja auch Politiker stehen, die gute Arbeiten geschrieben haben. Das heißt, das ist jetzt nicht so ein Pranger, wo die schlechten sind, sondern alle Informationen über Politiker, die hier dazu tun, werden jetzt hier stehen. So. Und für mich, ne, deswegen führe ich das ja auch an, natürlich auch wieder, ne, weil der Röster steht jetzt im Fokus. Wenn das ein Hinterbänkler wäre, würde ich eigentlich über ihn reden. Also genau diese Mechanismen wegen der Öffentlichkeit. Das ist die Arbeit von Ihnen, die kriegen Sie nur über Fairplay, weil die hat er nicht in einem Verlag publiziert. Das heißt, davon gibt es wahrscheinlich nur 20 Exemplare, die alle vernichten können. Ihr könnt auch mit allen Bibliotheken sie vernichten lassen. Kein Plagiat. Kein Plagiat. 44 Texte. In den 44 Texten hat eine reine, einfache, statistische Analyse. Über Ex- und Herzkasper. Und ich sage maximal das Niveau einer Bachelor-Thesis. Maximal das Niveau einer Bachelor-Thesis bei Wirtschaftswissenschaftlern und wahrscheinlich bei den meisten Geisteswissenschaftlern. Aber eben nicht bei den Medizinern. So. Und deswegen sagt der Röster zu Recht in der Nordsee-Zeitung, hat er das gesagt. Meine Arbeit hat wissenschaftliches Niveau, weil die medizinische Fakultät der medizinischen Hochschule, Hannover hat das angenommen als Doktor. Hat er doch recht. Wenn die das annehmen, muss es wissenschaftlich sein. So, und deswegen ist das ein Problem der Hochschule. Dass die Hochschule oder viele medizinische Fakultäten solche Arbeiten als Promotion annehmen. Und das ist ja etwas, wenn wir darüber reden, wie wir die Zukunft besser gestalten wollen, etwas, was man jetzt abschafft. Wäre es eigentlich dann in also größeren Zusammenhang betrachtet nicht ehrlicher, wir würden im medizinischen Bereich auch nicht von einer Dissertation reden, wie es jetzt beispielsweise in Österreich der Fall ist, wo die Dissertation für Mediziner auch nicht als Dissertation bezeichnet wird, sondern nur als Diplom mit Doktortitel. Und eben was eben dem. Das ist so es ist offiziell, es ist ein Diplom, es beinhaltet aber nach dem Abschluss einen Doktortitel. Also es ist eine interessante Konstruktion, die aber dem wissenschaftlichen Gehalt natürlich ein bisschen mehr gerecht werden würde.
Also ich weiß es ja auch, hier in Hohenheim hat eine gute Freundin von mir Ernährungswissenschaften studiert, im Anschluss Medizin. Die hat ihre Diplomarbeit in Ernährungswissenschaften in Tübingen an der medizinischen Fakultät geschrieben, und da wurde ihr von allen Seiten gesagt, dass sie das sofort als Doktorarbeit hätte einreichen können in ihr Medizinstudium. Das wäre ohne Probleme durchgegangen mit einer 1. Sie hat ja natürlich auch eine 1 dafür bekommen für die Diplomarbeit, aber das Niveau wurde allgemein hier signalisiert bei einer Doktorarbeit eigentlich im Schnitt eher geringer. Man kann ja auch mal anfangen, ist ja nicht so schlecht. Also. Man kann ja jetzt mal fragen, warum ist das der Fall? Warum ist das Niveau so niedrig? Das liegt an der Quantität, ne? Weil im Prinzip promoviert ja die meisten Mediziner. Woher soll die gut gehen, woher soll die Betreuung kommen? So, und das heißt, letztendlich sind es die Patienten in Schuld. Aber der Mediziner schon mal gar nicht. Die Patienten wollen Doktor. Der braucht also einen Doktor im Augenblick, von dem Menschen her. Und deswegen muss er einen machen. Weil die meisten wollen das ja gar nicht machen. Die haben doch mit einer wissenschaftlichen Arbeit nie in ihrem Studium Berührung gehabt. Die Mediziner. Die müssen viel lernen. Das ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Studiengänge. Aber wissenschaftlich arbeiten, lernen die. Müssen die auch. Der normale, der so nachher Mediziner wird. So, also er muss es quasi machen, weil nach der Beruf das verlangt. So, und ob man da jetzt noch so Zwischendinger macht. Ich frage mal andersrum. Warum ist es nicht sinnvoll, dass vielleicht auch Mediziner wissenschaftliche Arbeit schreiben in diesem Studium am Ende? Wäre das nicht sinnvoll? Also wenn man jetzt sagen würde, du musst jetzt 200 Seiten richtig gut schreiben, wäre das jetzt für den Standort Deutschland schlecht? Könnte es nicht sein, dass es besser ist? Könnte es nicht sogar sein, dass die meisten das sogar können oder sich die Arbeit dann machen würden? Klar, sie haben ein bisschen weniger Zeit irgendwo im Krankenhaus am Patienten. Das ist ja das Problem. Und außerdem dürfen wir auch nicht vergessen, wissenschaftliches Arbeiten brauchen wir ja nachher für die Professoren. Also Teil dieser Mediziner wird ja nachher Professor. Also das heißt, die brauchen ja auch einen Doktortitel. Und eigentlich ist es ja für die unfair. Es gibt ja tatsächlich gute Promotionen bei den Medizinern. Gibt es ja. Die sind aber genauso häufig wie sonst auch. Hier kommen nämlich noch 80% andere dazu, die den Doktortitel brauchen für den Beruf. Also ich glaube, dass es durchaus sinnvoll ist, die Charité zum Beispiel übernehmen. Die haben das Problem erkannt und haben sich da Grundsätze gegeben. Ob das jetzt wirkt, weiß ich nicht. Dann promovieren halt nachher nur noch die Hälfte von den Gänzen. Aber die andere Hälfte macht eine richtig gute Arbeit. Ist doch sinnvoll. Der Röstler, den kennen Sie ja alle, vielleicht noch besser als ich. Glauben Sie nicht, dass der so intelligent ist, dass der eine gute Promotion hätte schreiben können, eine gute Dissertation? Wäre es nicht gut gewesen, wenn er das gemacht hätte? Ja, aber ist es nicht in dem Fall irrational, wenn er nicht wissenschaftlich arbeiten möchte, sondern einfach nur Arzt sein möchte? Dann warum sollte so jemand, wenn es eben mit wenig Aufwand möglich ist, einen Doktortitel zu erlangen, dann warum sollte so jemand dann groß viel Zeit und viele Jahre da investieren? Die Frage ist ja, da müssen wir ja mit den Medizinern diskutieren, das ist ja deren Problem, ne? Die diskutieren das aber. Versuchen wir mal hier an der Fakultät, jetzt hier bei Ihnen mit denen darüber zu diskutieren, das werden die nicht wollen. Diese ganzen Professoren, die auch alle sagen, wir sind die besten Wissenschaftler, wahrscheinlich weltweit, in die Hohenheim, Fakultät, Medizin, aber bin ich mir sicher, dass sie so aussehen. Aber über so ein Thema werden die niemals mit Ihnen reden wollen, was ja merkwürdig ist. So, aber die Frage ist, also jetzt wenn wir beim Röster sind, man könnte ihn ja mal fragen, warum er den Doktor gemacht hat. Was glauben Sie, was er antworten wird? Wird er sagen, weil ich das für den Beruf brauchte? Braucht er nicht. Die braucht er nicht. Er war ja Arzt bei der Bundeswehr. Ne? Da hat er doch einen Lebensstock gehabt. Da braucht er keinen Doktortitel bei der Bundeswehr. Da hat er hier oben den Titel gehabt. Das ist mehr wert als ein Doktor. Doch schon. Aber bei der Bundeswehr hätte er es nicht gebraucht. Also das heißt, also, wir wissen ja nicht, ob er mal arbeiten wollte im normalen Leben. Also unternehmerisch mit einem Wachstum oder ähnliches. Das wissen wir ja nicht. Doch, also das heißt, warum? Die meisten Mediziner machen den Titel nur, weil der Patient es nachher braucht. Das ist klar. Also für die muss man ja nur die Patienten aufklären, dann hört das ja auch sofort auf. Also meine Meinung ist da ganz klar, für die Hochschulen, und das ist ja eine Fakultät einer Hochschule, die sonst vielleicht auftritt, als wir sind Kings. Weil sowas gibt es ja vielleicht auch in München, bei diesen sogenannten Exzellenzhochschulen gibt es auch solche medizinische Fakultäten. Geht doch nicht. Wenn das publik wird, und das passiert nämlich jetzt, das wird publik. Und wenn ich das von uns publik bin, aber was machen denn diese ganzen Veroni-Plugs, wenn die Politiker durch sind? Wenn die dann aufhören? Dann kommen alle Wirtschaftsbosse dran. Und dann kommen auch alle tollen diese Professoren-Mediziner, die da mit einem Millioneneinkommen jedes Jahr, was sie dann mal früher geleistet haben. Das heißt, das will nicht aufhören.
Was mich mal generell interessieren würde, wie diese Moniplug oder wie die alle heißen, arbeiten. Es ist einfach so, dass sich da jeder anmelden kann und sagen kann, okay, Herr Rösler in der Business-Mitteilung ist aufgefallen, oder wird es dann wie bei Wikipedia, wo man sich kennt, dann wieder von jemandem gegengelesen und so. Gegengelesen? Oder wenn dann jemand was reinschreibt, dann kann man ja wieder kommentieren oder den Artikel ändern und sagen, okay, Sie haben das letztlich nicht gemacht oder so. Oder wie funktioniert das? Also, was wir nicht wissen, ne? Also dieses Putin-Plug ist ja nicht mehr existent. Die haben ja einen massiven Verbotsgeld. Also das heißt, das war irgendwie wahrscheinlich politisch begründet. Das Oni-Plug, na klar, das ging erst eben auch gegen die CSU indirekt, aber jetzt ist das eine gewerbliche Geschichte. Normal. So, was wir nicht wissen ist, wie es dazu kommt, dass bestimmte Personen dort plötzlich mit Plagiat stehen und andere nicht. Weil gut, plötzlich stehen die da und dann sind dann gleich 100 Plagiatsfälle gefunden. Das heißt, da ist irgendeine Steuerung dahinter, die wir nicht kennen. Ansonsten ist es ganz einfach. Sie können sofort das auch machen. Sie können ja hier bei dem Wiki-System eine Plattform eröffnen, machen ein bisschen Werbung drauf und dann laden sie alle ein, ihnen Plagiatsideen zu melden, die sie einfach dann nur auf dieser Plattform über die Software dann freischalten. Das heißt, der Betreiber, der hat wahrscheinlich noch nie eine dieser Dissertationen gesehen. Der macht da gar nichts, der hat die Plattform. Der sorgt dafür, dass die bekannt ist, ja, dass da die Leute in die Zimmer rein. Die Arbeit machen ja Hunderte oder Tausende von Leuten, die tatsächlich im Buch lesen, was finden und dann dort sich anmelden an der Plattform, ganz normal wie bei Facebook, und das dort eingeben. Auf der und der Seite habe ich folgende Dinge gefunden. Und dann kann es sein, dass dann nur das gegenlesen. Rein theoretisch könnte ja man einfach hingehen und behaupten, die Textstelle ist abgestimmt, obwohl es das gar nicht ist, wenn man jetzt. Das passiert ja auch. So, aber das ist genauso sinnvoll im Prinzip bei Wikipedia, ne? Wo das ja auch passiert. Das geht man schon reinschreiben. Und jetzt ist die Frage, wie die Selbstheilungskräfte dort sind oder nicht mehr. Na gut, Wikipedia hat halt so eine große Fangemeinde. Ne? So, da kann man dann bei der Anzahl dann davon aber ausgehen, auch, dass man das. Bei Gutenberg, das waren glaube ich 10 oder 20.000 Leute, die da dran umgeschrieben haben. Aber also, die Kompetenzen bringen, ist natürlich die Frage. Brauchen sie ja nicht. Sie bringen ja nur einen Textvergleich, ist gleich eingegeben, fertig. Und dann hoffen, dass, also Sie wollen ja jetzt eine Qualitätsüberprüfung, über die Menge der Leute kommt die ja auch zustande. Was nicht heißt, dass Sie trotzdem dort falsche Dinge löschen. Zum Beispiel beim Chatzimarkakis, wenn wir das Thema hatten, dort sind dann Behauptungen für Plagiatsfälle drin, die ja nicht stimmen. Da werden falsche Einordnungen dann getroffen. Das ist völlig richtig, sowas meine ich. Ja. Klar, und wenn das jetzt eine deutsche Plattform wäre, würde der gleich zum Rechtsanwalt gehen und die würde gleich geschlossen werden. So einfach ist das ja, Rechtsstaat. Käme also nie raus, wenn wir das Internet nicht hätten, dieses weltweite Internet, käme diese Dinge alle gar nicht raus, weil man sofort juristisch dagegen vorgehen könnte. Und man muss ja beweisen, dass es so ist. Und das ist ja für normale Menschen möglich. Und hier kann ja jeder normale Mensch diesen Buch nehmen und Walter Gutenberg, wo mein anderen Büchern nach. Meistens, also bei Gutenberg wissen wir es ja, da fällt es irgendjemand. Oder der Gutenberg ist zum Beispiel auch in Münster aufgefahren. Wie fällt das auf? Ganz einfach durch andere Doktoren. Die Doktoranden lesen nämlich diese ganzen Bücher, sonst liest das ja keiner. Also ein anderer Doktorand in Münster über Verfassungsrecht oder sowas geschrieben, hat die Arbeit gelesen, der hat ja die anderen Quellen auch gelesen, der liest ja dieselben Quellen. Man hat gesehen, ist ja dasselbe. Nur was soll so ein Doktorand dagegen machen? Heute. Ohne Internet hätte er es machen können. Er weiß, dass man Plagiat, aber er hätte sich niemals getraut, was zu sagen. So, und nur durch diese Internetgeschichte, das war ja in dem Fall ein Professor aus Bremen, ne, der das dann an die Süddeutsche gegeben hat. Und dann war es also Süddeutschen drin und dann war eben dieser Wohn, der diese Putin-Plug, wer auch immer dahinter steckt, hat er gesagt, da machen wir eine Website raus, dass alle ihre Informationen so gemeinsam. Und dann war das eine Hatz auf die Arbeit und dann hat jeder mal so eine Seite gelesen und geguckt und gesurft und gemacht. Bei den alten Arbeiten ist es aber schwieriger. Ne? Also jetzt zum Beispiel die Arbeit von Chatzimarkakis ist deshalb schwieriger, weil sie ja Datenquellen nicht im Internet findet. Das heißt, die Leute, die da das gefunden haben, haben die anderen Bücher gelesen. Also das können nur Leute aus dem Wissenschaftsbereich sein. Weil die können nicht im Internet diese Quellen finden. Also auch selbst bei Google nicht. Ne? Durch Google Books, ne? Das ist ja, oder Google Bücher auf Deutsch ist. Da gibt es ja einige Möglichkeiten, diese Quellen auch zu identifizieren, aber Google sperrt sich da in automatische Anfragen und ähnliches. Weil wenn das geöffnet wäre, würde man auch noch viel mehr finden, weil da sind ja auch alte Bücher drin bei Google. Aber über die normale Suchmaschine findet man nicht jeden Eintrag. So, aber der Rösler ist für mich ein schönes Beispiel. Er hat alles richtig gemacht.
aber nicht die Hochschule. Und nicht der Wissenschaftsstandort Deutschland. So, die Frage ist ja, wie geht man jetzt damit um? Und wie könnte auch jetzt ein Rösler reagieren? Zum Beispiel könnte das hier, was ich jetzt hier mache, ist vielleicht schon verboten. Vielleicht schickt er mir morgen schon eine Abmahnung, weil einer von Ihnen nicht da steckt. Weil ich habe jetzt einen Teil seiner Arbeit publiziert. Copyright, ne? Der hat ja Copyright da drauf. So, bei Politikern jetzt im öffentlichen Bewusstsein ist es ein bisschen schwer, jetzt dagegen vorzugehen, dass jemand diese Seite da publiziert, ja. Aber ein normaler Mensch wird aus einem normalen Wirtschaftsprogramm also dagegen vorgehen. Da dürfte man das nicht. So, aber er wird sich jetzt gefallen lassen müssen dann, warum er denn da was dagegen hat, dass ich das jetzt publiziere. Was hat er dagegen? Warum macht er das? Soll er auch dazu stehen, dass er diese Leistung erbracht, er hat die Leistung erbracht, die von ihm verlangt wurde. Das ist doch völlig unökonomisch, wenn er mehr erbringt. Warum soll das tun? Und keiner macht, das ist auch nicht sinnvoll. Aber das ist ein Problem der Hochschule und das ist genau der Punkt, den Sie lachen. Ne? Mit diesem Ranking der Gutachter. Ne? Hier müssen jetzt die Gutachter stehen, die ja keiner von uns kennt, die Namen. Aber wenn man jetzt das eine größere Zahl hat, 1000, 2 oder 10 oder 100.000, dann sieht man plötzlich ein Ranking, dass bestimmte Namen da aus Hannover öfters vorkommen. So genau. Und nicht nur in Würzburg da mit diesen 20, 30 Seiten. So, jetzt mein Fazit, ne? Wir haben ja noch genügend Zeit, um tiefer rein zu diskutieren. Es ist tatsächlich möglich, mit diesen Web 2.0 Projekten kurzfristig und kostengünstig an unserem Hochschulsystem was zu verbessern. Forschung und Lehre zu verbessern, ohne, wenn man alle 15 Projekte nimmt, die wir bisher vorgeschlagen haben, sparen wir auch noch ungefähr 50 Millionen Euro pro Jahr. Weil es ist möglich. Und zwar durch die Vernetzung aller Beteiligten, bei der Studierenden mit den Professoren. Weil sowohl die Studierenden geben uns Arbeiten ab und bei den einen, wie die Professoren, bei der Evaluierung die Studierenden sagen, die Professoren geben was ab und wir vernetzen. Und die Bürger vielleicht auch noch. Zwei Beispiele, wie jetzt zum Beispiel Sie jetzt hier in dem Wohnheim mitmachen können. Weil wir, uns fehlt ja diese langfristige Ausrichtung, dass wir über Mitarbeiter die langfristige Qualität sichern können. Weil wir machen es ja, aber die langfristige Qualität geht ja nur durch Administration. Evaluierung können Sie am nächsten Semester mitmachen, wenn Sie uns Ihre Fragebögen zur Verfügung stellen, wenn Sie uns die Liste Ihrer Lehrerinnen zur Verfügung stellen und eine Liste der Veranstaltungen. Die geben in das System ein. Und dann müssen Sie nur noch, die Professoren können wir auch informieren, nur noch die Studierenden informieren und aktivieren, dass sie Daten dort aktivieren. Schon das, was die Hochschule nicht will, nämlich die Publikation, der Vergleich der Ergebnisse mit anderen, würde sofort passieren. Im Internet reden wir immer eine kritische Masse. Wenn wir 20, 30 Hochschulen haben, die jetzt hier mitmachen, machen die anderen dann auch. Vorher nicht. Vorher sagt man, die Studierenden auch in Dortmund sagen, ja, was überhaupt soll ich da mitmachen? Kann ja nicht groß vergleichen. Kritische Masse noch nicht geschafft. So, also nur eine Frage der Zeit, wann so etwas passiert. Beim Thema Plagiate können Sie natürlich auch mitmachen, zum Beispiel bei der Beschaffung von Dissertationen. Das heißt also, wir werden aktiv Professoren, Studierende, Verlage auffordern, die letzte Dissertation, weil der Rest bleibt ja übrig, so von Kohl zum Beispiel. Die haben ein bisschen ja, dass die auch der Fernleihe entzogen worden ist damals. Ihr könnt ja nur im Internet nachlesen, wie witzig das damals war. Merkwürdigerweise, obwohl es in der ja jetzt kein jeglicher Mensch meines öffentlichen Lebens ist, oder zum die Begründung, der Erziehung war ja damals in der Richtung, könnte ich immer noch nicht bestellen. Ich kenne aber ein Institut in Münster, die haben eine Kopie davon. So, kann man auch nicht entlangen. Aber da kann ich dann, was weiß ich, so ein Flashmob mit Studierenden aus Münster machen, die dann den Institutsdirektor dazu zwingen, die Arbeit auszugeben. Kann man ja nicht sowas machen. Also, das heißt, die letzten, weil die kritische Masse geschafft ist, wenn wir fünfmal Arbeit haben, werden wir dann auch. Es ist nicht davon auszugehen, dass bei Kohl, der ja so die Anfänge der CDU beschrieben hat, ein Plagiat ist. Das gab ja vorher keine Anfänge der CDU. Was aber auch sinnvoll ist, und das ist noch wichtiger für Sie, weil ich gehe davon aus, zumindest nach der Statistik, Personen, die sich irgendwo aktivieren an einer Hochschule, sind in der Regel bessere Studierende. Das heißt, in der Regel werden Sie bessere Diplom-Bachelor-Arbeiten schreiben als die anderen. Das heißt, Sie sind eigentlich gehört zu der Zielgruppe derjenigen, die alle Fälle von dem jetzigen System gebeutelt werden. Also Sie kriegen ja keine besseren Noten als die Plagiere. Können Sie also haben damit einen Nachteil. Und deswegen werden wir natürlich für alle
Studierenden anbieten, deren Arbeit auf Plagiate zu analysieren und dann quasi ein Gütesiegel zu vergeben, sodass sie das bei der Bewerbung nachher einreichen können. Haben wir dort die kritische Masse geschafft? Das müssen die anderen Abendstudierenden machen. Die müssen es auch einreichen. Weil ihr, dein Arbeitgeber, wird dann sagen, ja Moment, warum hast du da nicht so ein Gütesiegel? Das kostet doch nichts. Kannst du mal kurz beim Kamis einreichen? Dann weiß ich. Aber warum dann nicht? Sie tun nicht bei mir persönlich. Ne? Also das ist immer die Frage der kritischen Masse. Und deswegen, also wenn Sie dagegen sind, hier im Raum, wie viele Politiker, wie viele Hochschulen, müssen Sie das verhindern, dass wir mit unserem System die kritischen Massen schaffen. Wenn wir das einmal geschafft haben, ist es vorbei. Dann wird jeder diese Rechnungslegung angucken von Verlagen, von Hochschulen, von Fachbereichen. Warum ist Ihre Arbeit nicht auf Plagiat analysiert, die anderen ja? Weil jeder von Ihnen im Augenblick, wenn Sie das machen, müssen wir diese Software werden. Und das kostet Geld. Da war ich noch nicht lang, als ich darüber geredet habe. Wie viel waren es? 19% der Arbeitswerte. Oder 17, Entschuldigung. 17 oder 19, vergiss mal das eigene Zahl. So, also, das ist die gute Botschaft, dass wir etwas verändern können mit Hilfe des Internets. So, und ganz wichtig, die meisten dieser Dinge kommen sowieso. Und das, was ich hier vorschlage, ist ja nichts anderes, dass wir das innerhalb aus den Hochschulen heraus machen. Und nicht wie jetzt bei Plagiaten und die anderen Themen werden ja genauso kommen, wie bei den Plagiaten legitim. Dass wir aktiv sind. Jetzt die Bild ist ja ein schönes Beispiel, ne? Weil man hat ja dort auch entschieden, okay, wir ändern uns, weil da gab es ein Problem und jetzt ändern wir uns. Dass man Probleme aktiv in die Hand nimmt und nicht die Getriebenen bleibt. Und deswegen eben nur mein Wunsch auch an Sie, dass Sie in irgendeinem dieser Projekte mitmachen, damit wir unseren Standort damit verbessern. Was natürlich, und das sage ich auch offen zu, ich werde ja oft gefragt, warum machst du das? Mir geht es nur darum, dass ich genauso eine hohe Pension bekomme wie die jetzigen Professoren. Damit müssen Sie doppelt so viel nachher leisten wie die jetzigen Akademiker. Und dazu will ich noch einen kleinen Beitrag liefern. Vielen Dank. So, Fragen, Diskussionsstück. Vielen Dank für den großartigen, inspirierenden Vortrag. Ich habe eine Frage an den Professor Kamenz, um ein bisschen aus dem Bild. Ich dachte, ich wäre drin. Also, Sie waren die ganze Zeit. Er war nicht drin, genau. Gibt's Fragen? Ja, ich habe eine Frage. Und zwar sagten wir, sprachen Sie von der kritischen Masse, die erstmal erreicht werden muss, um dann sozusagen den Domino-Effekt zu nutzen. Jetzt ist ja das Problem, wer sich zuerst aufs Glatteis bewegt und wer zuerst einen Stapel oder welche Universität zuerst Stapel Doktorarbeiten einreicht, da wird dann natürlich auch zuerst bei denen 10% Plagiate auftauchen und heißt es, die Uni XY, das ist dann die erste in den Medien. Wäre es nicht geschickt, von Ihnen hinzugehen und zu sagen, dass man erstmal 2-3 Universitäten abwartet, die das einreichen und denen eine Schonfrist sozusagen verspricht und sagt, wir publizieren oder wir machen die bei euch aufgetauchten Plagiate erstmal nicht öffentlich, weil sonst hat man natürlich eine Hemmschwelle, sonst wird niemand kommen, weil niemand will der Erste sein. Völlig richtig. Also, wenn Hochschulen ankämen, würden wir das bestimmt sagen, es wird nie eine Hochschule kommen, das ist schon mal klar. Nummer eins. Nummer zwei, das ist ganz wichtig, wir werden niemals sagen, das ist ein Plagiat. Wir werden niemals eine Aussage von uns auf der Website finden, dass wir sagen, das ist ein Plagiat. Niemals. Sondern wir sagen immer noch Plagiatsindizien nach der und der Methode. Nach der wissenschaftlichen Methode haben wir analysiert, sodass diese Ergebnisse vergleichbar sind. Ob es ein Plagiat ist, das dürfen wir nicht sagen. Was wir aber machen werden, wir werden natürlich diese Rankings, also wenn da also zum Beispiel die Arbeit in dem Ranking bei oben sind, den Professoren zuschicken aus dem jeweiligen Fachbereich. Das ist Vernetzung, das ist Web 2.0, weil jeder Professor, und wenn es zum Beispiel so eine empirische Arbeit ist, wie beim Rösler, dann werde ich es ja machen. Dann werde ich dann auch eine Note abgeben und ein Gutachten abgeben. Weil die Professoren werden das, einige zumindest werden das tun. Sodass dann eben nachher beim Rösler, bis auf die Note, die er da gekriegt hat aus Hannover, nur schlechte Noten stehen werden. So, dass dieser Druck da ist, Moment mal, also das heißt, die aktiven Professoren werden, haben dann die Möglichkeit, dort Einfluss zu nehmen. Ansonsten gebe ich Ihnen völlig recht, dieses Problem betrifft, also die haben das mal noch nicht geäußert, die Verlage. Das betrifft jetzt nicht die Hochschulen, weil bis damals, also die werden das nie machen. Aber die Verlage werden das ja machen, weil sie einen Benefit haben, nämlich die eingescannten alten Arbeiten. Das ist ja für ihn finanzieller Vorteil, neben dem, dass er vielleicht auch noch plagiatsfrei irgendwann werden wird. Da könnte das ein Thema werden. Nur unser erstes Ranking, ja, und wir machen das Ranking ja erstmal über Politiker und nicht
so über Hochschulen, die sind ja eigentlich über alle Hochschulen schon mal gestreut. Ne? Und wir arbeiten auch mit allen Dissertationen, wenn wir nur die Dissertationen nehmen, die schon im Internet da sind. Also wir laden alles runter und analysieren alles, was uns in die Finger kommt. Also wir haben jetzt, glaube ich, 15.000 Dissertationen bei uns in unserer Datenbank. Das sind aber natürlich, und da gebe ich Ihnen wieder recht, schwerpunktmäßig naturwissenschaftliche Arbeit. Weil die Geisteswissenschaftler, die kommen nicht so auf die Idee, das ins Internet reinzutun, wie die sowieso irgendwie eher was mit Technik und so zu tun haben. Aber das Ding ist berechtigt, ne, und wenn ich jetzt da keine Lösung für finde, würde sowieso aus der Wissenschaft dann zurecht dieser Kritikpunkt kommen. Man muss das überlegen. Noch weitere Fragen zu den Kandidaten? Ja, ich wollte mal ganz generell noch mal fragen, wie Sie sich das mit dem Gütesiegel vorstellen, weil Sie ja quasi als privatwirtschaftliche Organisation dann auftreten und dann das an der staatlichen Hochschule Anerkennung findet, also ob das dann da Anerkennung findet, das ist eine so eine Frage. Und wie Sie sich das. Das wird an der Hochschule niemals Anerkennung finden, das ist ja klar, aber das ist ja auch das, was gar nicht interessiert. Möglicherweise über den Personalschutz. Weil das ist typisches Internet, ne? Weil hier passiert etwas, was sich dieser Kontrolle der Hochschule entzieht. Das ist eine reine geschickte Vernetzung, in dem Fall der Studierenden, die abgeben und sagen, überprüft das mal. Ihr habt die Software, kostet ja nichts. So, und ich sage ja auch nicht, dass es kein Plagiat ist, sondern nur nach dieser Methode wurde keine Plagiatsindizien gefunden. Nichts anderes machen die anderen Software, die da eingesetzt wird, auch. Ne? Also, so, wer sagt das denn? Was aber hinzukommen könnte, ne? Es gibt ja vielleicht Sponsoren, die sagen, ich möchte als zum Beispiel Unternehmer, die gerne wissen möchten, gerade im Forschungsbereich, ist das eine gute Arbeit. Weil ich traue diesen Hochschulen nicht mehr, ne? Weil das Image immer schlechter werden wird in der Zukunft, weil immer mehr Fälle auftauchen werden, wo die Hochschulen zugeben müssen, sie haben nicht kontrolliert oder ähnliches. Und das sind ja nur Dissertationen. Überlegen Sie mal die Master-, Bachelor- und Diplomarbeit, was jetzt da wahrscheinlich alles passieren wird. Ne? Weil wenn der Prof schon die Dissertation nicht liest, hat er ja die anderen Arbeiten gelesen. Das sogenannte Vier-Augen-Prinzip mit zwei Professoren muss ja jede Arbeit lesen. Passiert das denn? Ich offiziell sage natürlich ja. So, also. Und so, das heißt, es könnte jetzt zum Beispiel ein Unternehmen auf die Idee kommen, nicht zu sagen, ja, ich möchte das wissen. So, und dann würden über so ein System ja fünf Professoren beauftragt werden, die Arbeit zu lesen und zu sagen, ist das Plagiat oder nicht. Und jeder Professor kriegt 100 Euro. Überlegen Sie sich mal, was die Firmen ausgeben demnächst und jetzt schon damit beginnen für Recruiting. Da ist 500 Euro oder 1.000 oder 10.000 Euro nichts mehr, immer mehr. So, also das heißt, das könnte auch passieren. Also das ist das Internet. Ne? Das entzieht sich der Kontrolle eines Dekans, eines Rektors, der natürlich deswegen, weil er die Kontrolle haben will, niemals das aus der Hand ausgeben wird. Der wird immer die Evaluierung selber machen wollen, der wird immer Plagiatsanalyse selber machen wollen und ähnliches und das nicht irgendwie dann neutral dann irgendwo im Internet oder was ähnliches. Und ganz wichtig, wegen der weil wir sagen, weil wir privatwirtschaftlich arbeiten müssen, weil wir keinerlei staatliche Unterstützung bekommen. Deswegen das Thema mit der Stiftung. Ne, damit auch sichergestellt wird, dass ich die Daten nicht irgendwann verkaufe. Oder sie erpresse. Weil ich könnte auch die Politiker erpressen. Weil natürlich habe ich auch schon Plagiate gefunden. Ne? Ich könnte die Person natürlich erpressen, das ist klar. Aber da habe ich selber die Arbeit gelesen. Und da weiß ich, dass es ein Plagiat ist. Ansonsten mache ich nur Plagiatsindizien. Mehr kann ich nicht machen. Aber Sie sehen ja, dass es preiswert ist. Die zwei Stellen brauchen wir nur für die Administration. Die können sich ja ausrechnen, also in EDV kostet heute nur noch die Klimaanlage geben. Und die ganzen Rechner, da steht ja Hitze und das muss runtergekühlt werden. Das ist das, was wir kosten. Und wenn ich da, sag mal, 10, 20 Computer, die ich stehen habe, dann hoffe ich mal, dass ich einen Sponsor finde für Ökostrom. Und dann ist das auch erledigt, dieses Thema. Ansonsten entstehen ja nicht wirklich große Kosten bei einer Geschichte, das zu machen. Und dann können wir natürlich noch diese Clouds dann im Internet benutzen, aber das ist wieder anders. Ich habe mir gerade überlegt, wenn ich meine kurze Arbeit fertig habe, ob ich es Ihnen schicken soll. Ich glaube ja. Ich denke, es würde mich auch selber interessieren, ob ich selber unter Umständen irgendwie Plakate drin habe, um es irgendwie gemacht zu haben. Man weiß es ja nicht. Ist klar. Merkwürdigerweise kommt dieses Thema immer von den guten Studierenden. Rein statistisch werden hier im Raum, aufgrund der Aktivität, die wir machen, eher überdurchschnittlich Studenten sein als Ausnahme. Rein statistisch. Ausnahme ist nach oben. Aber ich wollte auf jeden Fall. Nein, aber es ist eine wichtige Geschichte, dass die Studierenden Angst haben, dass das plötzlich ein Plagiatsverdacht kommt, obwohl gar keiner da ist. Ne, weil man kann ja aus Versehen dieselbe Formulierung benutzen als andere.
Nur ist es ja dokumentiert. Das heißt, man kann es ja sehen, wo wurde jetzt dieselbe Formulierung benutzt. Und wenn das einmal vorkommt oder zweimal vorkommt, die Frage ist, das ist jetzt, ich weiß ja nicht, ob es Psychologie im Raum ist, ob man Texte von anderen Untergerüste aufnehmen kann und dann wieder spielen kann. Das wäre noch, aber dafür wäre der Name gerade in unserer Analyse genau geeignet. Da kann man eigene Promotion überschreiben. Ob unterbewusst Texte, Worte reinfließen, dass man unterbewusst denselben Stil übernimmt, denselben Text übernimmt. Aber das ist wieder ein eigenes Forschungsthema. Autisten könnten das bestimmt, aber ob die dann auch entsprechend propagieren können, das ist ein Forschungsthema. Frage, ja. Weil wir haben ja dieses Thema nämlich bei den Ghostwritern. Das heißt, der sogenannte Stilometrie, so heißt diese Forschungsrichtung, wo wir, und es ist auch relativ einfach, was man machen muss, man analysiert den Text statistisch und wenn zwei Texte mit bestimmten statistischen Kennzahlen gleich sind, dann ist doch ein Ghostwriter-Verdacht. Also die ist auch Ghostwriter. Weil jeder von uns, wenn wir zwei Texte schreiben, kann man die Texte nachher erkennen, dass sie von der einen oder derselben Person sind. Allein an der Worthäufigkeit, an bestimmten Begriffen, Zusammensetzungen. Das kann man natürlich auch verhindern, indem man seinen Stil permanent wechselt. Ghostwriter macht das aber nicht aus finanziellen Gründen. Ich hätte mal eine provokante Frage, persönlich meine Situation betreffend. Wie hoch ist denn die Chance, dass ich erwischt werde, wenn ich auf die Idee, also wenn ich jetzt entscheiden würde, in meiner Dissertation zu plagieren, wenn ich kumulativ formuliere? Ja, das machen ja die meisten. Ne? Also wir reden ja gar nicht über Vollplagiate. Vollplagiate, wenn sie gesucht werden, fallen auf heutzutage. Das kann man nicht mehr verhindern. Ja, wir reden ja über das Stüppelwerk. Statt Semantakis ist das Stüppelwerk aus 100 Arbeiten. Ja, ich meine es kumulativ in dem Sinne, dass ich eben publiziere einzelne Artikel mit unterschiedlichen Co-Autoren, dann unterschiedliche Co-Autoren, unterschiedliche Stile, unterschiedliche Artikel, unterschiedliche in unterschiedlichen Zeitschriften oder unterschiedlichen Konferenzen eingereicht, dann unter Umständen das eine auf Deutsch, das andere auf Englisch und dann ist... Gibt es das in Deutschland, dass Sie dafür einen Doktortitel bekommen? Ja. Habilitation gibt es, aber das gibt es noch nicht. Interessanterweise darf es an den meisten Hochschulen nicht als kumulative Promotion bezeichnet werden, aber es steht halt in der Promotionsordnung drin, die Dissertation darf in Teilen und Teile dürfen in Co-Autorenschaft veröffentlicht werden. So ist dann die Formulierung, im Prinzip ist das dann ja eine kumulative Promotion, wird halt nur nicht so genannt. Das heißt, wenn man im Internet schaut, wo man das machen kann, dann kann man das anscheinend so gut wie nirgends machen, da muss man in den Promotionsordnung reinschauen, ob das geht. Ja. Also eine spannende Geschichte, was man dort macht. Da muss man eben mehr Texte zu reinziehen. Ein bisschen geht diese Frage schon, also bei der Habil-Schrift hat man das, ja. Also wenn man sich bewirbt, und hat keinen Doktortitel, zumal wir brauchen ja, um Professor zu werden, auch keinen Doktortitel. Wir müssen auch nicht habilitiert sein. So, das heißt, und dann wird ja gleichwertige Publikation gesucht. Ne? Gleichwertige Publikation, da haben wir jetzt. So, und für diese Überlegung spielt es ja auch eine Rolle, hat das Eigenplagiat in eigener Arbeit beim Professor. Dabei gibt es auch noch keine Publikation. Ganz selten hat jemand gesagt, boah, der hat bei sich selber abgeschrieben. Das wird bei unserem System in der Zukunft natürlich auch kommen. Das ist so ein kleiner Nebeneffekt. Das ist aber natürlich juristisch nicht schlimm. Ich darf bei mir selber abschreiben, auch wenn ich mich selber nicht zitiere, passiert mir nichts, das ist nur ein schlechter Stil. Weil der Leser auch davon ausgeht, dass man neu geschrieben hat. Also in der Wissenschaftlichkeit, so Ranking in der Wissenschaftlichkeit, was ja in der Regel auch kein Geld bringt. Aber das wird natürlich auch passieren, dass man nachher ein Ranking hat. Da gibt es 1000 Leute, also ein Professor hat 1000 Publikationen, in Wirklichkeit sind es nur 2 oder 3, der hat immer neu gemischt. Das gibt einen Imageverlust. Das ist wieder ein Vorteil für die, die selber schreiben. Und was natürlich auch kommt, ist, ne, ein Tipp von mir, wenn Sie wissen wollen, wer ein Buch geschrieben hat, gucken Sie mal im Vorwort, wer da positiv erwähnt wird von Professoren. Weil eben die viel schreibenden Professoren schreiben ja nicht selber, die lassen die Assistenten schreiben. Das weiß jeder. Es gab aber bisher, mussten die Assistenten immer, da durften ja nie sagen, dass sie es geschrieben haben. Ne? Und die sagen auch heute nicht, obwohl sie schon den Doktor haben, sagen jetzt immer noch nicht öffentlich, dass sie die Arbeit geschrieben haben und nicht dieser Prof. Das wird natürlich über unser System rauskommen, dass dieser Prof das gar nicht geschrieben haben kann, die Arbeit unter seinem Namen veröffentlicht, was jeder weiß. Aber alle schweigen darüber. So, und da kann man natürlich jetzt darüber diskutieren, das soll man ja auch. So ein Prof kann nicht hunderte von Arbeiten, von Büchern schreiben, aber es ist vielleicht trotzdem sinnvoll, dass er es macht mit Assistenten.
Vielleicht ist es nur eben, dass er den Namen oben drauf schreibt von dem Assistenten, der mitgeschrieben hat. Das würde jetzt vielleicht schon reichen. Ist aber aus irgendwelchen Gründen nicht möglich. Vielleicht gibt es aber auch positive Gründe, warum die guten Professoren die Namen der anderen nicht draufsetzen, dass das sinnvoll ist. Aber die Diskussion ist für eine wissenschaftliche Teil und für uns so. Denken Sie immer daran, wie wollen wir China schlagen, wenn nicht über Wissenschaft. Das Einzige, so, da sollten wir vorne sein. Und Deutschland war mal die Wissenschaftsnation Nummer 1 und es wäre sinnvoll, dass das wieder wert ist. Zumindest Nummer 2 in der USA.